aufziehen. So geht's ganz und gar nicht. Weil ich kann Ja. auch wirklich andere Seiten aufziehen. Weil ich bin immer, oder ich habe mich bisher immer auf dumm gestellt und lieber nett. Nee, ich kann auch ganz anders. Aber das werde ich ganz langsam angehen. Die Leute Naja, werden mich Stück für Stück kennenlernen. und ich wollte nur sagen, man kann ja, man hat zu Recht den KD an den Pranger gestellt, ne? Aber was jetzt läuft, das ist ja genauso, vielleicht ist sogar noch eine Stufe tiefer teilweise. Also was heute Abend da gelaufen ist, öffentlich, bei Marc Steffens, also das habe ich bei KD noch nicht gesehen. Da habe ich schon Schweinereien gesehen, ne? Aber die richtig schlimmen Schweinereien, die hat er wahrscheinlich immer in seinen OVOs gemacht, ne? Richtig, ja. Aber das, was sie heute Abend gebracht haben, da, und der stellt sich auch noch hin, Marc Steffens, und sagt, ja, ich mache das für Klicks und Umgehen. Entschuldigung, wie weit geht man? Dann soll er doch mal seine eigene Familie zur Schau stellen. Mal gucken, wie das schmeckt. Ich habe es auch gemerkt, wie es schmeckt, als Babsi durch die Hangouts gegangen ist und über ihn hergezogen ist. Da hat es ihm auch nicht geschmeckt. Hat ihm auch nicht geschmeckt, ne? Absolut, richtig, absolut. Und zwar, um eins mal vorauszuschicken. Wenn natürlich dem Albaner seine Frau beleidigt wird, das geht nicht. Ich habe Allerdings noch würde ich dann nie die Person dem privat Albaner seine. ansprechen und nicht öffentlich machen. Darf ich ganz Ich habe kurz noch hier nie dem ausreden? Albaner Dann würde seine ich das Frau. privat klären und nicht in aller Öffentlichkeit in einem fremden Hangout, während der Haubetreiber nicht mal da ist, eine Stunde und so weiter über alle herziehen. Das Du, ist eine Unverschämtheit, das geht nicht. dass der nicht da war, das erzählt er euch. Der war da und der hat das mitgehört und der Ja, hat und der sich ist einen wahrscheinlich da runtergeholt gesessen, der darüber. Marc, und hat nebenher gelacht. Lustig, Ja, ich will klar. Klicks. Na Nee, klar, die na Abo ist klar. raus, ich will da nie wieder rein, das geht einfach nicht. Fakt ist aber, dass weder ich noch und noch mal noch Rambo jemals dem Albaner seine Frau beleidigt haben werden. Noch nie haben wir das Ja, das gemacht. natürlich nicht, aber er kehrt uns alle über einen Kamm, das Nein, aber so, was der mir aber schon an den Frechheit. Kopf gehauen hat, ne? Und heute Abend, ich habe mit der Geschichte da, was weiß ich, da habe ich ja erstmal gar nichts zu tun. Und alleine seine Aussagen, ja, ich meine, und dass man jemanden eine plappt, da setzt sich ein irgendjemand vom Balkan und will und redet in Deutschland, ja, will den Deutschen erzählen, ne, wie sie Deutschland retten sollen oder wie sie zu sein haben, ja. Entschuldige mal, ne? Ja, richtig. Eine kurze Wenn ihr Zwischenfrage. euch das bieten Die lasst, schnack ich weg, bitteschön. ob sie rein darf. Ja, klar. Dann kannst du ihr einen Link schicken. Natürlich schicke ich ihr Gut, den Link. Dankeschön. Klar. Ja, Klar eben. schicke ich ihr Was den ich dann noch Link. eben dazu anmerken möchte oder sagen möchte, was mich wirklich anpisst, wie kann man sich nur in einen fremden Hangout begeben, alle über einen Kamm scheren und dann noch das, was eine Privatperson einem zugespielt hat, dann öffentlich oder den Leuten vorspielen. Und die Leute kommen alle rein und geilen sich dran auf. Geht's eigentlich noch? Und dann tut er uns alle über einen Kamm scheren und sagt, ihr seid alle Fotzen, nee, ich möchte die Worte gar nicht im Mund Nein, nehmen. Sowas würde ich niemals tun. viel schlimmer. Ich sag dir mal, was ich besonders schlimmer. Das waren die verbalen Drohungen. Ja, er hat ja Leuten gedroht, ne? Mit Gewalt. Er hat ja Leuten Gewalt angedroht, ja. Ja, klar, kein Problem, soll herkommen. Nein, Könnte ich machen, würde ich aber nie tun, richtig, alleine das, da, für solche Sachen hat der Bellendorf Anzeigen gekriegt, ne? ja, richtig. Und deswegen finde ich es Ja. total naiv, so etwas zu tun. Da hat er nichts Ja. draus gelernt. Aber gut, Für er ist noch nicht, solche, man für könnte jetzt solche. anführen, er ist noch nicht lang in der Szene, aber Doch, dafür ist er der echt ist noch zu lange genug, naiv. der weiß das. Ja, eigentlich Für schon, solche ne? So Sachen dumm kann er gar nicht. wurde KD, hat der Anzeigen kassiert, ne? Na, Ja. allerdings. Und nicht nur eine. Und ich finde es Ja. echt traurig, weil tatsächlich als Mensch habe ich immer gedacht, ich mag den Albaner, ich finde ihn voll nett, aber mittlerweile ist er einfach durch bei mir. Ich verstehe es nicht mehr. Was soll das? Hallo Ja. Schnatti. Hallo Schnatti erstmal. Ist ja bis nach langer Zeit mal wieder in einem Hangout bei mir. Das freut mich erstmal, ne, dass du mal da bist. Und du wirst doch einiges zu sagen haben, denke ich mal. Du hast jetzt das Wort. Also, Görke, du bist jetzt gerade völlig auf dem Holzweg. Das muss ich dir jetzt mal sagen, weil Wieso? das, was du jetzt meinst mit Albaner und Adam und Tina, da muss ich dir leider Gottes sagen, Adam ist in den HO geprescht und ist gleich auf Albaner los. Mir Und ging wollte es nicht unbedingt darum. Moment, Nein, und wollte Schnatti, unbedingt fang mal bitte Beweise früher sehen. an, bitte.
Du bringst da was durcheinander, Schnatti. Ich, als der Adam in diesen HO gegangen ist, da habe ich schon nicht mehr zugeguckt. Mir ging es, ich rede nur von dem, was ich selber gesehen habe. Und das war vorher. Ja, siehst du, und dann hättest du mal ein bisschen weiter gucken sollen, dann hättest du das auch mitbekommen, was da wirklich abgelaufen ist. Albaner, ja, Moment, Schnatti, Klappe, Ben. Stopp, Schnatti, da hatte Görke. Albaner hat alle ja gewarnt, wenn ich. Hallo, Silenzium! Ich rede, Ruhe! Ich konnte es gar nicht mitbekommen, weil die ihre Buchlesung hatte dann. Ihr plappert über Kacke, wo ihr keine Ahnung habt. Habt ihr bis zum Schluss geguckt, ja oder nein? Nein, weil wir eine Buchlesung hatten. Nein, ich habe das geguckt, was mich auch selber betroffen hat. Und das hat mir gereicht und was ich gehört habe. Wer siehst du, Görkel, und du hast das Problem. Und ein Görkel, nein. Nein, Schnatti, das siehst du falsch. Nein, es geht darum, hast du meine Überschrift gelesen? Es geht darum, dass in den letzten Tagen, ja, wurde gefeiert, dass KD in den Knast gegangen ist, weil er sich aufgeführt hat wie eine Sau, ne, anderthalb Jahre, ne? Und genau dem das interessiert doch, dem interessiert jetzt Bellendorf. Darum geht's mir aber. Es geht mir um die Moralvorstellung. Es geht mir darum, dass die gleichen Leute, die KD verurteilt haben, ja, sich in den Hangout gesetzt haben, auch die bei den Drills gesessen haben und gesagt haben, alle Hangouts sind unteres Niveau, haben sich in den gleichen Gülle-Hangout reingesetzt bei Glatze und haben das abgefeiert, dass der Albaner Leute bedroht hat mit Gewalt, mit Morddrohung. Ja, Görkel, und das ist jetzt so brisant und neu für dich, dass du dich jetzt darüber aufregen musst. Ja, da rede ich mich drüber. Das ist wirklich so neu für dich. Es geht nicht darum, ob es neu für mich ist. Es geht darum, dass genau... Nee, Görkel, du hast gerade überhaupt nichts verstanden. Entschuldige bitte, dass ich dir so sage, aber es ist so. Ich schicke dir den... Weil Link Adam ist in den HO reingekommen und wollte... Quatsch, ja doch, Adam ist in den HO... Und wollte von Albaner die Beweise sehen. Und hat Albaner noch mehrmals gewarnt, wenn ich das jetzt mache, wird Glatzes Kanal dicht gemacht. Er wollte es gar nicht. Adam hat es herausgefordert. Ja, das ist alle Typen, die im HO saßen, haben allesamt die Schnauze gehalten. Und Albaner hat mehrmals darauf hingewiesen. Ich will das nicht. Fordert mich nicht heraus. Ja, okay, interessant. Das mag ja sein, aber... So, und da hat sie noch gesagt, soll ich es machen, soll ich es nicht machen. Hat da den Ton ausgemacht und hat die Übertragung gestoppt, sodass man nichts sieht. Und dann haben sich alle Typen gemeinschaftlich ein paar rote Scheiße an. Nicht durcheinander. Lass statt die aufreden. Lass statt die aufreden. Du hast gar keine Ahnung, wovon ich rede. Natürlich haben wir eine Ahnung, von was ich rede. Nee, du hast keine Ahnung. Wir waren doch alle dabei. Der Dümpste, der hier rumläuft. Ey, Schnatti, Keule, bring mich echt nicht auf die Palme. Was geht mit dir, halt Schnatti? Halt einfach deine Schnauze, wenn du einfach mal keine Ahnung hast. Ach so, ich habe keine Ahnung. Nee, ich nee du hast nicht. Keine Ahnung. Du bist der Dümmste, der hier rumrennt, Mann. Raffnet endlich. Okay, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Jetzt fängst ihr tut dem Albaner hier gerade Unrecht. Oh, nee. Schnatti, hör auf. Nein, ich tue ihm nicht. Ich tue hier. Ja, nee, also da muss ich dir auch, da muss ich wieder mal das gehen. Weil, Moment, ja, also, du kannst rein. Ja, du hast gerade widersprochen. Denn du hast nicht weitergeguckt und wusstest nicht, wie es weitergeht. Welche Chance hat der Albaner schon mal abgezogen mit Tina? Ich war von Anfang an dabei. Ich habe den ganzen Tag... Das ist die gleiche Scheiße. Da hat er auch... Moment, Ben, lass mich ausreden jetzt. Die gleiche Chance, das, was du jetzt sagst wegen Adam, hat der Albaner schon mal gemacht auf seinem Kanal über Tina. Stopp. Was sage ich wegen Adam? Moment. Ich rede jetzt weiter. Die Bitte? Gleiche Chose hat er schon mal abgezogen und da war Knacki bei ihm zu Besuch und da haben die sich beide aufgegeilt über Tina. Und zwar, dass Tina angeblich Taschengeld verdienen will, indem sie nackt will. Ist das für dich neu, Görkel, ja oder nein? Nein, also bitteschön, wie viele Männer aus dieser sogenannten HO-Szene müsstest du jetzt öffentlich hier prangern? Wer hat seit Monaten dieses Mädel missbraucht? Wie viele Typen aus dieser Clique hier müsstest du jetzt öffentlich an die Pranger stellen? Mache ich doch. Görkel, bitte.
Görkel, Görkel, ganz kurz bitte. Ich bin raus, weil es macht das keinen Spaß. Echt. Ja, geh besser. Nein, das musst du auch mal aushalten, Ben. Das musst du auch mal aushalten. Tut mir leid, aber wenn ich nicht zu Wort komme, tschüss. Nee, du fällst ins Wort. Du lässt mich nicht zu Wort kommen, also tschüss. Nee, dumme Leute, lass dich auch nicht zu Wort kommen. Verdammt normal. Du, mir ging es heute um was ganz anderes. Seit Monaten wird das Mädel missbraucht von verschiedenen Typen. Ja. Und da haltet ihr alle die Schnauze. Ich hab die Schnauze. Jeder weiß, dass die jeden Typen ihre Bilder zukommen lässt. Ja? Jeder hat hier ihre sogenannten Dienste in Anspruch genommen. So, die meisten hängen von denen dort auf dem anderen Kanal rum und feiern diesen Typen. Sagt da einer was? Albana hat mehrmals gewarnt, wenn ich das jetzt mache, dann wird der H.O. hier dicht gemacht. Adam wollte diese Beweise sehen und im Nachhinein ist er ganz kleinlaut geworden, oh, das habe ich ja gar nicht gewusst, dass Tina das macht. Ihr solltet auch ein bisschen bei der Wahrheit bleiben. Nee, Görke, da werd ich fuchtig. Nein, tut mir leid, da liegt's. Also ich sehe das anders, weil ich schon vorher... Ich habe schon einige anderen... Nein, die gleiche Scheiße, was heute Abend abgezogen worden ist. Bei ja, das mag ja sein, Görkel, aber bleib bitte bei der Wahrheit. Es geht mir doch darum, dass der Marc Steffens die Plattform... Und dass die Leute, ja, die Leute, die heute Abend in dem Hangout gesessen haben, bei Marc Steffens, vorher, die habe ich gesehen bei den Brillmädchen und da haben sie sich echauffiert, dass das Niveau schlecht wäre in anderen Hangouts. Und was haben sie heute Abend gemacht? Mein Gott, was erwartest du denn von diesen Typen, die hier rumkrauchen? Was erwartest du von denen, Görkel? Das ist nicht erst seit gestern so, das geht seit Monaten so. Das mit Tina, das habe ich auch... Und wie oft habe ich dir im Privaten erklärt, beziehungsweise dir auch gezeigt, was hier läuft? Görkel, bitte hör auf, tu nicht so. Tu nicht so, als würdest du nicht wissen, was hier läuft. Ich weiß, was läuft, aber ich habe das jetzt mal thematisiert und ich thematisiere das nicht das erste Mal. Ich habe das schon oft gesagt. Ich habe auch Wurstpresse schon die Meinung gesagt, ne? Und ich habe TTA die Meinung. Ich habe den allen schon die Meinung gesagt. Auch Bernd Schneider. Allen habe ich die Meinung gesagt. Und das Mädel, ihr hört hier weg. Ne? Ja, die ist hilfebedürftig, dieses Mädel. Und alle Typen nutzen ihre Hilflosigkeit aus. Ja. Oder die meisten, die hier rumkommen. Weil der Knaut ja, weil der Kanacke genauso ist, der ist genauso unterirdisch. Und weil er mich ja, der ist, nicht angegriffen hat. Moment, Göckel, mir geht's darum, es wird jetzt auf den Albaner rumgehackt, was er denn für ein Arschloch sei, die Tina öffentlich bloßzustellen. Ich hack in erster Linie auf Marc Steffens rum, merkst du das? Na, dass das auch eine Fotze ist, dass er dem also so einem Idiotenscheiß, noch eine Plattform gibt. Gucken dir an, was das für ein Lutscher ist. Guck dir diese Männer, beziehungsweise Gestalten, die sich Männer nennen, guck sie dir doch an. Es sind Luschen. Ja. Das sind Versager. Ja. So, und die geilen sich an allem auf, was sich hier denen vor den Füßen wirft. Ja. Und da nehme ich keinen aus. Es gibt nur wenige, die da nicht mitgemacht haben. Und das Problem ist, die Zuschauer, die im Chat hier schreiben, ja, die sehen nur das öffentliche Bild. Die verstehen oder wissen gar nicht, was in Wahrheit hier im Hintergrund abläuft. Verstehst du? Das verstehen die überhaupt gar nicht. Jo, Wurst, du kriegst gleich von mir 300 Sekunden, wenn du das nochmal über Schnatti schreibst, dann ist was los. Du, das lässt du mal sein, das kannst du bei dir machen. Aber hier nicht bei mir, merkt ihr das? Ach hier komm, werden beide Hänger und Gäste, wenn du das Pornowürstchen brauchst du doch nicht für voll nehmen, verstehst du? Ja, das Pornowürstchen ist einer der Hauptakteure hier. Der ist genauso dran beteiligt. Natürlich. Der unterstützt es im vollen Umfang. Und wer solchen Idioten noch hinterher rennt, sei mir nicht sauer. Der IQ muss dann wirklich ganz weit unten sein. Und wie gesagt, ich sehe das gerade, wie gesagt, ich bin mit den Albaner auch nicht mit allem konform. Fakt ist aber, jetzt wird dem Albaner Unrecht getan, weil Albaner hat mehrmals darauf hingewiesen, wenn ich das jetzt mache, wird es brenzlig für euch.
Und Adam hat gebettelt nach den Beweisen. Naja, das und ist aber alle auch, haben sie sich Moment, dran aufgegeilt. Das ist aber auch scheinheilig zu sagen, wenn ich das jetzt mache. Das hat er alles schon gemacht. Alles das, ja. Was er jetzt wieder machen will, hat er doch schon gemacht. Aber eins muss wenigstens bei ihm. Jetzt hat das aber jetzt war es aber bei Marc Steffens, ja. So und davor, das hat er alles schon. Alle wussten das und alle haben das auch gefeiert und haben gelacht. Das ja? ist doch aber nichts Neues, wie die Waschlappen sich hier benehmen. Ja. Sei mir nicht sauer, Männer zeichnen sich durch andere Qualitäten aus und nicht über das, was die Waschlappen ihr jeden Tag von sich geben. Ja. Stell dir die Frage, warum sie alle alleinstehend und kinderlos sind. Nicht mal die dümmste Frau will diese Typen haben. Stellen sich aber jeden Tag hierhin, oh, die scheiß Weiber, die scheiß Fotzen. Ja. Nee, nicht nur die Frauen sind dran schuld. Die Typen sollten mal in den Spiegel gucken und sollten sich mal die Frage stellen, warum sie keine Frau bekommen. Verstehst du? Klar. So, und die Tina ist ein ganz armes, kleines Ding. Das ist schon traurig, dass die aus so einen Verhältnissen stammt, ja? Und dass sich da noch Männer finden, die hier noch, je nachdem halt, das Mädel missbrauchen, für ihre Zwecke missbrauchen. Weil sie wissen, das Mädel ist hilflos. Das habe ich schon oft gesagt. Und was meinst du, wie ich dafür angegangen worden bin? Das habe ich schon oft gesagt. Das habe ich schon oft gesagt. Nicht nur in meiner, auch bei anderen und bin dafür angebrüllt worden, ne? Ja, das weiß ich ja. Die Leute, die hier ehrlich sind und die Wahrheit sagen, die noch deutsch denken und leben, die werden hier angefeindet. Die Asozialen, die sich hier rumtreiben, die werden hier hochgehalten. Und Panzerpaule, wo warst du? Du warst doch im Hangout drin, du hast das doch auch mitgekriegt. Nee, warum war hast du dabei. Heute... Nein, ich dachte, er hat... da hättet ihr mal... Später. Da er kam wieder, mal, als es schon vorbei war. Da hättet ihr mal ein Porno abspielen sollen. Da hättet ihr das mal machen sollen. Da wäre die ganze Scheiße beendet worden. So, und das ist nicht erst seit gestern bekannt, dass das Mädel so eine Probleme hat. Und jetzt den Albaner als Alleinschuldigen hinzustellen. Ist er nicht, guckt ist euch er nicht. Doch mal an, wie die Moralapostel seit Monaten mit den Frauen umgehen. Hat sich da irgendeiner das Maul drüber zerrissen? Nein. Ich weiß. Nein, ich bin nicht unfair. Ich bin überhaupt nicht, wieso bin ich unfair? Ich bin überhaupt nicht unfair. So, entschuldige, erstmal hallo Pauline. Du hast ja gehört, hallo. Was ich gesagt habe, ne? Ja, du hast mir vorgeworfen, dass ich da reingegangen bin. Ja, warum du hast das doch, ab wann hast du das geguckt? Ich habe das gesehen, als sich Adam und der Albaner gerade irgendwie so ein bisschen im HO an den Hals gingen und habe auch noch, weil ich dachte, es ist noch Spaß, habe ich noch irgendwie geschrieben, ne? Otternasen, Wolfssitzen, Chips, Popcorn, weil das so aussah wie die übliche... Das habe ich nicht mehr gesehen. Das habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Ich habe einen Teil vorher gesehen und zwar, ich habe ja meine Buchlesung gemacht. Ich habe vor meiner Buchlesung kurz reingeguckt bei Marc Steffens und nach der Buchlesung habe ich auch kurz reingeguckt bei Marc Steffens. Ne? Ja. Ich habe also diesen Teil mit Adam habe ich nicht mitbekommen. So, das sah aus wie die übliche kleine Schlägerei. Deswegen habe ich dir doch geschrieben, wie kannst du da in diesen HO reingehen, bei der alleine schon, wenn du vor deinem Hintergrund, du weißt doch, der Albaner hat heute Abend Gewalt ausgesprochen, der hat mit Gewalt gedroht gegen Leute, mit Gewalt. Das, was Kadir hat ja gemacht und deswegen, weil du bist so auch mit Gewalt bedroht worden. Ja, richtig. Ich habe auch nicht alles gehört. Ich habe das irgendwann zwischendurch auch gesagt. Ich war heute Nachmittag noch unterwegs. So, wie gesagt, ich kam dazu, als sie sich da so ein Scharmützel geliefert haben. Das fand ich noch ganz lustig. Dann irgendwann ging das offline tatsächlich mit dieser Ansage, wie Schnatti das gerade sagte, ne, dass der Adam quasi schon darum bettelte und dann irgendwie hat der Marc das Ganze dann quasi stumm und blind geschaltet. Bis ich den Link hatte und drin war, war wohl der größte Teil schon gelaufen. Ich bin reingegangen und habe gesagt, hört auf damit, nehmt es auf, bitte lasst es sein. Der Albaner sagte halt, ich sollte mich raushalten und Adam sagte ganz klar, laut und deutlich, mehrfach, er wolle das jetzt so. Aha. So, das war, ja, tatsächlich. Warum fährt die nicht nach Hause sofort?
So, und jetzt Görke, weiß er, was er nicht kann. Die hat doch kein Geld. Die sitzt doch jetzt da oben. Das Mädel befindet sich in einer Situation, die kommt aus kläglichen familiären Verhältnissen. Die hat keinen Rückhalt. Praktisch das, was jetzt dort mit Adern abläuft, ist das Ding, sie brauchen Bett, ein Dach über den Kopf, geht zu Adam und Adam halt was zum Versorgen mit Bier und Kippen und hast du die ganze Zeit nicht mitbekommen? Ja. Also wer hat denn sein Suff bezahlt, seine ja. Kippen? Ja, pass auf, wenn Bernd der Mann ist, der er sagt, ja, dann würde er jetzt dafür sorgen, ne, dass sie irgendwie von irgendwelchen Sozialdienst oder so Hilfe bekommt, dass sie eine Unterkunft bekommt, ja, und ein neues Bett und dass sie da raus, da würde er dafür, weil er ja Patriot oder der deutsche Freigeist, der ist ja auch Deutscher und sagt, deutsche Frauen dürfen nicht missbraucht werden. Wo sind die? Ja, der eine oder andere eben einfach genau im Passmoment mal nicht da. Ne? Und das war wohl so. Auf jeden Fall war es dann so. Warte mal, denk doch mal alle weiter. Wo sind die Leute, wo sind die Moralapostel gewesen, die sonst immer sich aufspielen? Ja. Ja, sie waren jetzt einfach einmal nicht da. Warum? Ja, und warum waren sie auf einmal ganz zufällig nicht da, wo sie doch sonst immer zur Stelle sind? Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Und das Mädel hat gerade eine Situation, was schamlos von allen Typen, die hier rumrennen, ausgenutzt wird. Und wenn euch erzählt wird, das Mädel führt mit Adam eine Liebesbeziehung, sei mir nicht sauer, wer das glaubt, ist einfach nur dumm. Das Mädel weiß gerade nicht, wohin mit sich, das ist ihr Problem. Ja. Das und ist jeder weiß, dass sie einen Schein hat. Und jeder nutzt das aus. Jeder. Ich habe das zu Wurst auch schon, ich habe das schon öfter gesagt und bin angegangen worden und die haben mir gesagt, ich soll mich da raushalten, es geht mich in Scheißdreck an. Also um es kurz zu Ende zu führen, es war dann so, dass das Ding irgendwann wieder live ging und dafür gibt es ja auch rechtlich Zeugen. Da haben der Albaner und ich uns locker 20 Minuten ziemlich böse gefetzt. Und zwar richtig böse. Ich habe es nicht gehört. Ja, ich bin deutlich über meine Grenzen gegangen, weil ich wirklich bitterböse war. Mhm. Ich hätte natürlich rausgehen können, klar. Ich war aber sauer bis zum Anschlag. Und wie das dann so ist, wenn der Schalter einmal umgelegt ist. Ich habe mich mit dem auf wirklich, sagen wir mal, sehr bösartige Art und Weise gefetzt. So, und ich habe ihm hinterher dazu abschließend gesagt, dass du völlig recht, das war der Teil, den du gehört hast. Eigentlich mag ich dich, aber in dieser Situation warst du ein Arschloch. Und das ist er und bleibt er für mich in dieser Situation. Und ich habe auch mehrfach gesagt, auch wenn dich ein Adam 20 Mal anbettelt, bist du nicht gezwungen, du hattest keine Waffe am Kopf, um dieses Ding vor 6 oder 8 Leuten da fortzuführen. Und im Grunde genommen sitzen 250 Leute im Chat, die auch wissen, was gerade passiert. Weil wir alle wissen, was da passiert. So, und das werfe ich ihm auch weiterhin vor. Und das habe ich mehr als deutlich gemacht. Das habe ich 20 Minuten lang deutlich gemacht, mit allen Beleidigungen und allen Schlägen unter die Gürtellinie, die mir eingefallen sind. Aber ich deshalb verstehe ich nicht so ganz, warum ich jetzt der Depp bin. Nein, bist du nicht. Aber meine Frage an dich, setzt du dich je wieder mit dem in einen Hangout? Mal ganz ehrlich. Da gab es eine klare Ansage von beiden Seiten zu, dass wir das beide nicht möchten. Ich möchte das auch nicht. Ich bin in Frieden gegangen, weil ich nicht, ich muss keine verbrannten Boden hinterlassen und ich muss nicht zum Abschied noch eine Bombe werfen. Ich habe meine Meinung sehr klar gesagt. Und dazu stehe ich und die halte ich so. Und ich weiß, es gibt da kein gemeinsames Gesprächsthema. Ich fand ihn immer sehr, sagen wir mal, ganz lustig, wenn er da so saß mit seiner, sagen wir mal, speziellen Gesprächskultur und seinem Geschwurbel. Und das fand ich alles ganz lustig und belebend und ganz erheiternd. Aber es ist so, erstens, sein Frauenbild passt mir überhaupt gar nicht. Und zwar null nada niente. Zweitens mag ich es nicht, wenn mir permanent jemand erklärt, dass ich Dinge offenbar nicht verstehe. Das heißt, er spricht mir meine Intelligenz ab. Das mag ich nicht. Ja. Wir können ein unterschiedliches Weltbild haben. Aber dass jemand mich für einen Trottel erklärt, weil ich seine flache Erde nicht teile, da werde ich ein bisschen boshaft. Und drittens, diese Nummer mit Tina verzeihe ich nicht. Nein, ich und muss auch diese Weltandrohung. Das habe ich nicht mitgekriegt. Ja, Pauline, gehen denn die deutschen Männer anders mit Frauen um wie Albaner? Sei mal jetzt ganz ehrlich. Sie haben dazu 5 gesessen und zugeguckt. Welche Antwort willst du hören? Na, also sind wir uns doch einig. Mehr wollte ich doch überhaupt nicht wissen. Ja, aber das jetzt ganz alleine auf den Albaner abzuwälzen, ist auch nicht fair. Weil Albaner aber mehrmals gewarnt, wenn ich das jetzt Schnatti, hat keiner von denen hat anderen Leuten Gewalt angedroht. Es geht um eine Straftat hier. Dafür ist der Bellendorf, angezeigt worden. Dafür ist der Bellendorf angezeigt worden. Mehrmals.
Und dieselben Leute, die das dem Bellendorf vorgehalten haben, haben dem Albaner das nicht vorgehalten. Das ist der Punkt. Ja, aber das ist doch nicht das erste Mal, dass sowas hier abläuft. Ja, gar nicht. Sag hier ich rennt ja. Noch, hier rennt noch jemand anders rum, der offiziell die Leute anstachelt zur Hetze und zur Verfolgung. Natürlich. Hat sich da jemand aufgeregt? Ja, auch. Natürlich. Natürlich. Öfter. Aber du weißt, was mit den Leuten passiert, die das machen. Nein, ja. Aber es geht jetzt ums Prinzip. Klar. Aber da geht muss man jetzt die allgemeinen Meinungsverschiedenheiten, ob man jetzt an flache Erde, Globus, irgendwas, pipapo, das lasst einfach mal da raus. Es geht einfach nur darum, die deutschen Single-Männer, die sich hier rumtreiben, ja, die sind kein Deut besser. Guckt euch die HOs an, wie hier über Frauen geredet wird. Ja, aber mir geht es jetzt speziell, also ich habe jetzt das aus meiner subjektive Sichtweise und ich habe heute den heutigen HO beurteilt und es ist Gewalt ausgesprochen worden und das ist eine Straftat und das tut mir schrecklich leid. Wie viele Straftaten wurden hier schon von deutschen Männern begangen, Görkel? Hier im Hangout ist einer angezeigt worden und verknackt worden dafür. Und das war der KD. Und dieselben Leute, die KD das schön fanden und den Sieg und gefeiert haben, dass der jetzt im Knast sitzen, haben den Albaner gefeiert, der das Gleiche macht. Wie viele von denen saßen bei Bellendorf? Genau den Gegenwind von diesen Leuten hatte ich zum Beispiel auch im Chat. Es gab Leute, die das unterstützt haben, was ich da gemacht habe. Und es gab Leute, die mich ganz klar dafür attackiert haben, wie ich es wagen kann, jetzt so zu sprechen. Ja. Und so, jeder, der das heißt, sich mit Bellendorf einlässt und dadurch in Schwulitäten kommt, sei mir nicht sauer, ist selber schuld. Also jeder, der einen Funken Menschenkenntnis hat, weiß, dass Bellendorf unterste Schublade ist. Und jeder, der sich mit ihm einlässt oder eingelassen hat, ist selber für sein Elend schuld. Entschuldige bitte, dass ich es dir so sage. Und der Albaner ist nicht unterste Schublade, oder was? Wie bitte? Und der Albaner ist keine unterste Schublade? Hab ich nicht gesagt. Ja, für mich ist der genauso unterste Schublade. Ja, natürlich, aber hört doch auf, nur auf ihn rumzuhacken. Mach ich doch gar nicht. Ich hab über den heutigen Hangout geredet. Schon, wie viele Ansagen habe ich schon gemacht? Zig Ansagen, ne? Und ich habe es schon sehr oft thematisiert. Und ich bin auch deswegen oft angegangen worden. Was meinst du, nicht umsonst ist mein anderer Kanal, haben sie versucht, mir den wegzustreiken, ne? Weil ich gegen den, weil ich mich eben nicht einlullen lasse, weil ich sage, was ich denke, ne? So. Und, ne? Aber man kann es nicht, für den einen ist die Strafe gut und der andere soll damit durchkommen? Nein. Also ja, ihr tut euch das doch jeden Tag an, das scheint euch doch alles Spaß zu machen. Ich tue mir das eben nicht an jeden Tag. Ich ziehe meine eigene Show durch, ne? Aber mich hat das aufgeregt schon allein deshalb, weil er mich thematisiert hat, obwohl ich gar nicht im Hangout und vor allen Dingen hat er Rambo beleidigt wieder mal, ne? Dass er wäre, was hat er gesagt? Ich soll mal die Fresse halten, ich als das alte Weib, ne? Ich werde ja noch nicht mal von meinem Mann gefickt, ja? Ne, wahrscheinlich ist er gar nicht in der Lage. Das sagt einer, der selber keine Kinder zeugen kann. Ja? Ich war, wie gesagt, den Teil habe ich weder gehört, noch kann ich den beurteilen. Das weiß ich. Jetzt mal hören soll. Was glaubst du? Ich verstehe deinen Zorn, aber wie gesagt, für mich war in diesem Augenblick ging es genau nur um diese Tina-Geschichte, um nichts anderes. Den Rest habe ich nicht mitgekriegt. So, und da sage ich mal ganz klar, du hast es mir von vorgeworfen, ich sage, ich stehe zu dem, was ich da gemacht habe und ich bin immer noch der Meinung, es war richtig. Ich weiß nicht, ob das, wenn dieser HO stehen bleibt, ne, und das Ganze, wahrscheinlich wird er den ja stehen lassen, der Marc Steffens, ne, wenn er kann, weil das ja Klicks bedeutet, darum macht er das ja auch, das ist ja sein Konzept. Ne? Aber dann er geilt sich ja auf da dran, ne? Auch wenn er jetzt reingekommen ist, ja, der war im Hintergrund und hat sich einen runtergeholt da drauf, ja. Ich möchte mal wissen, was er sagt, wenn mal seine Familie dran ist in der Art und Weise, ja, in der Wursti, was würdest du sagen, wenn deine Freundin so dargestellt werden würde? Möchte ich euch mal sehen. Mich fragt gerade der Raven, ob er rein darf.
Das weiß ich nicht, ob ich den Raven reinlassen kann. Ich weiß nicht, ob ich dem Raven trauen kann, dass er den Link nicht weitergibt. Weil, das musst du entscheiden. Ich gebe nur die Frage weiter. Nee, das mache ich nicht. Das ist mir zu. Ich weiß nicht, ob ich dem Raven so weit trauen kann, dass er den Link nicht weitergibt. Deswegen. Alles gut. Also dir traue ich. Ich weiß, dass du keine Links weitergibst, ne? Du hast noch die HOs gecrasht, aber der Raven hat auch schon HOs gecrasht. Und deswegen kann ich das leider nicht machen. Ich kann hier keine Leute reinlassen, die Hangouts crashen. Ne? Und ich habe es noch nie gemacht. Ich habe noch nie einen Hangout. Und ich weiß auch, dass du das nicht machst. Ich weiß, dass Ben das nicht macht und Schnatti macht das auch nicht. Ich lasse hier nur noch Leute in meine Hangouts, die keine Hangouts crashen. Ja? Ne, nichts gegen Raven. Es wäre bestimmt interessant, was er zu sagen hat. Ne? Aber es ist einfach diese Crasherei, das geht mir auf den Zeiger, weißt du? Ne, oder Pornos abschalten und so, ne? Das will ich hier nicht haben, ne? Ja, du sagst, du brauchst nicht schwören, ne? Nein, tue ich nicht. Ich würde auch dich nicht reinlassen, Panzerpaul, ganz ehrlich. Ne, weil ihr wisst, was er bei Ente gemacht hat. Ihr könnt von Ente halten, was ihr wollt, aber Hangouts crashen, ihr wisst ganz genau, dass ich das nicht gut finde, ne? Und egal bei wem. Wer ist denn überhaupt der KD-Haufen? Saß der Pornowürstchen nicht selber mal monatelang bei Bello? Weiß ich nicht. Ich kenne den nicht. Nee, weil er gerade schreibt, ach, hier hat der KD-Haufen eine neue Heimat gefunden bei Görkel. Erklärt nee, garantiert nicht. Ja, der genau das Pornowürstchen, was sich aufgeregt hat, warum denn Bello keine Absprachen mit ihm einhält? Hätte nämlich Bello Absprachen eingehalten, hätte er mit Pornowürstchen gemeinsame Sache gemacht. Das wollen wir mal bitte alles schön festhalten. Genauso, mir haben sie ja auch vorgehalten, dass ich mal den Indonesier, dass ich den mal bei mir drin hatte. Ne? Ich habe den ja, bei TTA habe ich ihn ja beschimpft wegen Islam, weil ich kein Freund bin. Aber ich wollte mit ihm mal vernünftig mal reden, ohne zu streiten. Und deswegen habe ich ihn mal bei mir eingeladen und wir haben uns unterhalten, ganz vernünftig. Ne? Ich kann doch nicht jemanden einladen und ihn dann niedermachen. Ne? Weißt du, das war keine Art und Weise. Und wir haben uns ja auch vernünftig unterhalten. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich jetzt konvertiere. Ne? Ne? Das ist das Gleiche, aber jeden Tag du bist doch froh, wenn irgendjemand bei dir reinkommt, weil du selber zu faul bist, den Hangout selber zu schmeißen. Du lässt das lieber andere machen. Ja. Okay. Was? Haust du beim Sprechen auf den Tisch? Ja. Leider. Okay. Entschuldigung, ich mache das normaler. Ich mache das eigentlich gar nicht mehr so dolle. Aber du nicht. Ich habe eine neue Soundkarte, weißt du? Die nehmen alles genau auf, noch mehr. Aber ich werde mir gleich die Hände, ich werde mich gleich fesseln selber. Nee, alles gut. Ich habe mich nur gewundert, was ich da höre, aber alles gut. Hau ruhig weiter. Ja, aber ich frage, wenn ich jetzt Raven reinlasse, was hat er denn zu der Geschichte zu sagen? Dazu, das ist die Frage. Was würde er denn dazu sagen? Das weiß ich nicht. Ich hatte deine Frage weiter. Naja, aber nee, Rambo sagt nein. Ich soll ihn nicht reinlassen. Dann wenn er mir das sagt, nein, dann das habe ich nicht gesagt. Du hast aber nein gesagt. Nein, ich habe was anderes gesagt. Was hast du denn gesagt? Hier, sag, komm, jetzt rede du mal. Was soll ich denn sagen? Ja, das, was du zu sagen hast. Also ich finde das unter aller Sau. Also ich beobachte das schon eine ganze Zeit, das mit Tina, ne? Also ihr solltet euch da schämen, ne? Also ihr seid keine Patrioten, ne? Das ist meine Meinung. Ich habe mich so ein bisschen zurückgezogen, weil ich sehe da keinen Vorteil für mich, ne? So. So, habt das gehört? Ja. So. Ne? Naja, das wird ja alles bewusst gelenkt und gesteuert. Die wollen die Leute bei sich auf dem Kanal haben und wehe, da kommt einer, hast du ja gesehen mit Hendra. Ja, ich habe den Hendra. Wenn bei Dennis drin ist, sagt kein Mensch was. Da wird so das alles toleriert. Aber kommt da mal zu dir, damit du dich mal ohne, dass du unterbrochen wirst, mal in Ruhe mit ihm unterhalten kannst. Dann heißt es gleich, guck mal, Görkel ist ja zum Islam konvertiert. So, ja. Wenn er bei Dennis rumkluckt oder bei Pornowürstchen, da sagt niemand was.
Du hast das so schön drastisch drauf, sehr schön. Ich habe im Grunde gesagt, was ich zu sagen hatte. Ich weiß jetzt im Grunde zu dem, was jetzt gerade so Szene betrifft, kann ich nicht viel sagen. Also im Prinzip würde ich jetzt sagen, Görkel, ich danke erstmal für die Gastfreundschaft und für die Möglichkeit, dass ich Stellung beziehen durfte. Ja, ist natürlich. Gerne immer wieder. Ne? Ja? Okay. Jo, gut, okay. Dann danke ich euch beiden erstmal und höre euch noch ein bisschen zu. Jo, okay. Tschüss, Pauline. Nee, also, weißt du, ich frage mich jetzt, wo einer weg ist, ich denke, das, was sich jetzt getan hat, seitdem, hat sich ja noch mehr zugespitzt. Es geht ja immer weiter, es wird ja noch unterirdischer. Ein HO-Top. Ich hab's dir doch gesagt. Wenn ihr alle in der Lage wärtet, mal ordentlich zu beobachten und zwischen den Zeilen zu hören, dann würdet ihr wissen, wen ihr da vor euch habt. Klar. Natürlich, ich hab dir. Und das wird jetzt im Moment nicht besser. Das wird noch schlimmer. Ja. Und ich sag mal, hier hat sich eine bewusste Clique zusammengetan, die andere HOs kaputt macht. Die wollen das unter sich haben hier. Ja. Ne? Die wollen nicht alle für sich hier haben. Die denken, sie sind hier der Chef im Ring. Panzerpaul, das mit was mit zu Adam kann ich gar nichts sagen. Das geht mich nichts an. Ich habe da schon genug zugesagt und habe meine Meinung dazu gesagt. Da muss man nicht mehr zu sagen. Mir ging es heute um was anderes, ne? Weißt du? Und mir ist scheißegal, was der macht. Ne? Ich weiß aber, wen ich bei mir, ich würde Adam keine Plattform bieten. Ich würde auch dem SPD-Mann keine bieten und dem Albaner biete ich auch keine Plattform mehr. Der wird nie wieder jemals in meinen Hangout reinkommen und ich setze mich auch nicht mehr rein mit ihm. Ne? Das geht nicht. Ne? Geht gar nicht sowas. Ne? Auch Marc Steffens, muss ich ehrlich sagen, der ist durch bei mir. Ne? Nachdem, also das ist irgendwo geht es einfach zu weit. Ne? Also ich meine, das ist ja praktisch, er hat sich ja gerade aufgeführt wie eine Nutte. Ne? So hat er sich aufgeführt, wie eine HO-Nutte. Ne? Ja, ja. Ne? Sitzt da und dann sagt er, ich gehe mal kurz, ich sitze im Hinter, ich habe das nicht, der hat alles mitbekommen. Der soll nicht so tun, der soll nicht die Leute verarschen. Ne? Und hat sich einfach immer, will mit dem Elend anderer Leute oder mit den Querelen anderer Leute, will er einfach nur seinen Kanal hochtreiben. Und das hat aber auch der Albaner gemacht, genauso. Ja, natürlich, das machen sie alle. Guck dir doch an, wie du bekämpft wirst. Ja. Von drei gewissen Personen. Mehr muss ich dir doch dazu nicht sagen. Ja. Und alles, was ich dir gesagt habe, ist eingetreten. Genau so ist es. Das habe ich auch geschrieben heute Abend. Die Typen sind so billig und zu durchschauen, die sind primitiv. Bevor die angefangen haben zu denken, bin ich schon längst fertig mit Denken und kann dir sagen, was die als Nächste tun. Die sind so primitiv und günstig in ihren Handlungen, meine Güte. Die sind so wenig deutsch, wie der Papst am Gott ist. Also mir unterstellt man immer, sagt man immer, was ich für eine Zigeunerschlampe wäre. Ach, du bist gar nichts. Mann, die Typen kennen nicht mal ihre Blutgruppen. Ja, so ist es. Wenn sie so nationalistisch sind, wie sie tun, das Erste, was man weiß, ist seine Blutgruppe. Und wer das nicht weiß, einmal Klappe halten, weitergehen. Ne? Verstehst du? Und ich muss ehrlich sagen, nee, ich war heute also wirklich, ich habe gedacht, dass es unterirdisch, aber so, was ich heute, ich habe gedacht, ich höre nicht richtig, ne? Weißt du? Ja, aber das ist doch nichts Neues. Ich weiß, nichts Neues. Die Frage ist... Wir finden jetzt einfach nur zwei billige Revierkämpfe statt. Ja. Ja, ja, das war nicht ja. Der Gärtner gemacht und die Täter machen sich zum Opfer. Hast du, guck mal, du hast doch mein Titel, mein Hangout-Titel gelesen. Hast du doch, so wie ich diesen Hangout hier benannt habe. Ja. Da hättest du ja auch mal ein bisschen auf Deutsch schreiben können. Naja. Besatzersprache. Naja, du kennst doch den Film Star is Born. Da habe ich an Tamara Streisand gedacht, ne? Ne? Auch. Und da muss ich auch was sagen, ne? Und gerade
Und ich wollte nochmal auf die Vrill-Mädchen zu sprechen kommen, ne? Und zwar, da sind dann die Typen reingegangen, ne? Und dann, ja, dann haben sie geschimpft auf die anderen Hangouts, ne? Dass die alle so daneben sind und die und die unterirdische, die unter das unterirdische Niveau, die Fäkalsprache, und guck dir das mal an. Heute haben sie sich gesuhlt im Dreck wie die Schweine und gegrunzt, ne? Gegrunzt, oing, oing, oing. So haben sie gegrunzt, als gewühlt, als alle im Deck gewühlt haben. Die haben gegrunzt zusammen mit dem albanischen, mit allen anderen auch, ne? Gegrunzt haben sie, ne? Und haben sich, ja, und haben sich auf Tina gestürzt, ne? Und der eigene, Freund, also wenn das, ich habe das nicht gehört, was der Adam gesagt hat, aber wenn das so ist, dann gehört der wirklich, ne? Dann gehört der, wenn ich Tina, dann würde ich lieber unter der Brücke schlafen, als noch eine Nacht bei dem verbringen, ganz ehrlich. Ja, aber das ist nun mal so. Albane hat mehrmals vor ihr gewarnt. Der hat gewarnt, der warnt, der galt sich, der hat sich genauso aufgegeilt. Das ist genauso ein verkommenes Stück Scheiße wie der Rest auch. Ja, aber in dem Falle hat er noch versucht zu retten, was zu retten war. Und Adam hat bewusst provoziert. Glatze hat es ausgenutzt, damit er Klickzahlen bekommt. Ja, ja. Die anderen schwulen Typen, die da alle drin saßen, die haben doch schon gelächzt. Kannst du mal Bernd Schneider einen Link schicken? Schnatti, Bernd Schneider wollte was sagen. Und ich sag mal, Tina, Adam ist ja nun nicht der Erste, der sich auf Deutsch gesagt an Tina vergeht. Auf Deutsch gesagt, ja. Ne? Machen wir uns mal nichts vor. Das Problem ist, die Leute kriegen im Vordergrund nicht mit, was hintenrum abläuft. Warte mal, Ben, kannst du mal Bernd Schneider bitte den Link schicken? Bernd Schneider kann hier rein. Der wollte reinkommen kurz. Ja, Bernd Schneider kann rein. Warte mal, Bernd. Und das ist nun mal die Wahrheit und das muss man auch anerkennen. Wenn mir jemand sagt, das ist eine deutsche Liebesbeziehung, sei mir nicht sauer. Moment, dann muss, wer kann dem Bernd den Link schicken? Moment. Warte, versuch du mal, Bernd Schneider, den Link. Auf seinen Kanal, auf seinen YouTube-Kanal. Ja, soll ich auf seinen Kanal schicken? Ja, auf seinen YouTube-Kanal. Aber bitte keinem anderen geben, nur du. Warte kurz. Normal hat Bernd Schneider noch nie einen Link weitergegeben, aber ich möchte auch niemand anders hier drin haben, weißt du? Ich möchte auch nicht so viele Leute hier drin haben. Ich denke, Bernd Schneider kann auch was dazu sagen, weil der das ja, weil es ja ihn auch getroffen hat, ne? Das Ganze. Und der weiß ja auch, der kennt ja auch die Vorgeschichte. Da wäre das schon interessant, ne? Ist auf dem Kanal. Ist da, hast du gehört, Bernd? Schnatti hat dir den Link geschickt. Ja. Hallo. Hallo Bernd, grüß dich erstmal. Ja, hallo, ja, auch Grüße an euch. Also ich gebe den Link auch nicht weiter, Göckel, das weißt du. Ne? Nee, du weißt, dass ich nur noch Leute reinlasse, also ganz bestimmte, ich halt, du weißt ja, dass ich, egal wen es betrifft, dass ich nichts von HAO-Crashen halte, ne? Und so ein Scheiß, ne? Aber jetzt, du hast das Wort. Ja, ich weiß jetzt nicht, also ich war gerade noch bei Dennis, ne, und da musste ich mal für längere Zeit auf die Toilette, da komme ich wieder, war der HO zu Ende, keine Ahnung. Aber geht ja direkt hier weiter. Ja, also wir müssen ganz klar sagen, dass Tina natürlich sich da damals, circa 1, 2 oder 3 Wochen her, nicht richtig verhalten hat, ne. Die ist mit Tina zusammen, mit Adam zusammen, und da kann sie nicht einem fremden Mann anschreiben, und auch wenn es nur Trollerei oder Spaß ist, und ihm da Avancen machen, einem verheirateten Mann, und erotisches Bild- und Videomaterial von sich schicken. Ne? Das geht nicht. Ne? Aber wir alle wissen, dass Tina noch, ich nenne das mal, sie denkt nicht so weit vorausschauend wie vielleicht andere Leute. Sie hat wahrscheinlich die Folgen, die das hat, für sie, Adam und den Albaner auch, nicht vorausgesehen. Ich habe eine Rückkopplung, Schnatti. Sie hat das wahrscheinlich nicht vorausgesehen und sie kann das auch nicht so überschauen wie andere Leute. Ne? Und vor allen Dingen kann sich nicht wehren, so wie du. Genau, sie kann sich nicht wehren. Und
Was der Albaner da heute gemacht hat, er hat einen persönlichen Hass auf mich und er kann es wahrscheinlich immer noch nicht verdauen, dass Marie und Juli ihn abserviert haben. Und jetzt stellt er Tina, die sich am wenigsten wehren kann, die natürlich selber auch Schuld an dem hat, was ihr jetzt heute passiert ist, aber er stellt sie so an den Pranger und führt sie da offiziell vor, führt Adam vor, tut Adam damit weh, tut Tina damit weh, nur für seinen persönlichen billigen Rache-Moment, ne? Und das finde ich, das war unter aller Sau, ne? Und wenn es ihm wirklich um Adam gegangen wäre, dann hätte er sich schon vor 2-3 Wochen direkt bei Adam gemeldet und hätte gesagt, Adam, deine Freundin hat mich angeschrieben, was soll das, was ist da los, ne? Aber nein, er macht's jetzt, wo er sich vorher mit Tina wieder vertragen hat und gesagt hat, wir waren darüber beide stillschweigen, weil von seiner Seite sollen zumindest laut Tinas Aussagen auch einige Andeutungen und Wünsche nach weiteren Bildern und Videos gekommen sein, ne? Er kommt da jetzt, wo er Streit mit mir hat, und führt Tina hier so vor, um mir damit weh zu tun. Er tut damit aber nur Tina und Adam weh. Ne? Und nochmal, das mit der Frau, dass ich seine Frau besamen will, das war ein Spaß, das hat jeder verstanden. Ich habe auch zu Tina gesagt, zu Adam gesagt, ich werde Tina besamen, weil ich hochbegabt bin. Und Adam war zwar nicht begeistert, aber er ist auch nicht so ausgerastet und hat das als Spaß aufgefasst. Ne? Nur er rafft das angeblich nicht. Ne? Und wenn er die Ehre, die imaginäre Ehre von sich selber und seiner Frau verteidigen will, dann sollte er mal nicht 24 Stunden, 7 Tage in der Woche hier in den Haus rumhängen und auf Facebook junge Frauen anschreiben und die begaffen, sondern sich mal um seine Ehefrau kümmern und sich mal einen Job suchen. Ne? Ja. Ganz einfach. Ich habe nämlich langsam die Schnauze voll und so ein Pack haben wir 100.000-fach hier im Land. Und die kriegen unbefristeten Aufenthalt von dieser Drecks-BRD. So ein Dreckspack. Ja. Da kann man nur sauer langsam werden. Ja, aber du darfst eins nicht vergessen. Albaner hat Adam mehrmals vorgewarnt. Adam hat drauf gedrungen. Zeig mir. Ja, natürlich wollte Adam. Hat mit anderen gemeinsame Sache gemacht. Adam war doch getriggert. Und ganz ehrlich, Tina läuft seit Monaten. Und ich kenne mehrere Männer, die ihre sogenannten, ich sag's jetzt mal, Dienste in Anspruch genommen haben und ihre Hilflosigkeit missbraucht haben. Schnatti, ich weiß selber, dass ich das... Ich weiß Bescheid. Schnatti, ist unfair. Ich meine, der Albaner, gut, man muss nicht mit ihm konform sein. Was er für ein Leben führt, soll er machen, bla bla bla. Aber jetzt allgemein alles nur auf Albaner abzuwälzen, das ist nicht gerecht. Das was machen wir jetzt? Ich habe doch gerade gesagt, dass Tina falsch gehandelt hat. Aber wenn du ein bisschen Menschenkenntnis hast, Schnatti, und das setze ich jetzt mal voraus, du bist eine sehr kluge Frau, dann weißt du auch, dass Tina hier, auch wenn sie als Täter erscheint, eigentlich nur Opfer ist. Sie hatte im Leben nie eine vernünftige Familie. Ne? Das habe ich vorhin schon gesagt, Bernd. Sie wird seit Monaten von verschiedenen Männern hier missbraucht. Nicht erst nur von einem Adam oder von sonst wem. Das sind auch Leute, wo ihr die hochhaltet und ihnen die Bühne gibt. Die Tina ist ein ganz armes, kleines Mädel und die gehört hier eigentlich raus. Ja, man müsste die eigentlich hier fernhalten. Aber dann hat sie gar keinen mehr, wenn sie nicht wenigstens hier mit Leuten mal reden kann, weißt du? Ja, aber was wird denn jetzt hier mit dem armen Mädel gemacht? Ich weiß, ja. Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich die zu mir holen, damit die endlich mal in ordentliche Bahn kommt und nicht in irgendwelche Säuferhände, wo die abgefüllt wird mit Alk und sonstigem Dreck, ja? Nachts auf der Straße rumstolziert und Bierflaschen in eine Flüsse schmeißt, ja? Oder zu anderen Männern geht und sich bezahlen lässt für Pimpern, weil sie ausnutzen. Wie gesagt, das Mädel wird seit Monaten hier missbraucht. Und wenn ich sage missbraucht, dann meine ich auch missbraucht. Und Albaner hat diesen Männern, die es betrifft, nur die Maske vom Gesicht gezogen. Naja, unabhängig, wie er jetzt mit seiner Frau agiert. Das ist jetzt erstmal auf einem anderen Blatt Papier. Er hat sich aber genauso an Tinas Bildern aufgegeilt. Ja, aber Schnatti, nein, erstens das. Zweitens hat er nicht den Leuten die Maske vom Gesicht gerissen, sondern er hat seine hässliche Maske gezeigt oder sein wirklich hässliches Gesicht heute. Nee. Ne? Es ging ihm nicht darum. Entweder bekommst du, wie gesagt, ich weiß nicht, inwiefern du mit diesen Typen unter privat hintenrum verbunden bist. Entweder kriegst du das nicht mit, was mit dem Mädel seit Monaten gemacht wird.
Ja? Ich krieg das schon mit, klar. Oder ich weiß, du lenkst jetzt hier gerade perfide ab. Ich lenke, von was lenke ich denn ab? Ich habe Adam meine Meinung dazu gesagt. Moment, Butter bei den Fische. Weißt du, was Dennis Ingo Schulz mit Tina gemacht hat? Ja oder nein? Vom Hören sagen. Ich war selber nicht dabei und habe da weder Videomaterial noch sonst was gesehen. Na siehst du, da geht's doch schon mal los. Ah, ich möchte was kurz sagen. Ich wie gesagt, da brauchen wir auch nicht mehr. Wie gesagt, ja, aber es geht ja jetzt hier nicht um Dennis. Da kannte ich Moment mal, darf ich mal ganz kurz? Ich sehe gerade, die Juli schreibt hier gerade. Juli, ich wollte dir was sagen. Also ich habe das auch schon reingeschrieben. Ich möchte eine Teilentschuldigung bei euch aus. Eine Teilentschuldigung. In vielen Dingen, die ihr gesagt habt, hattet ihr vollkommen recht. Und vielleicht hast du heute Abend mal gesehen, wer heute Abend bei Marc Steffens saß. Dieselben Kerle, die bei dir drin saßen und gesülzt haben, wie tief das Niveau doch woanders ist und haben sich aufgegeilt an dem ganzen Dreck und haben mitgesuhlt wie die Schweine heute Abend bei Marc Steffens. Was sagst du dazu? Das frage ich Juli jetzt. Ja, ich hoffe, sie hat es nicht gesehen. Ja, vielleicht hat sie es. Der HO steht ja noch. Den kann ja, ich ja, das ja. Braucht man sich nicht nochmal angucken. Du musst nur mal gucken, was das für Leute sind, die heute Abend drin saßen beim Markt. Das sind Leute gewesen, die haben bei dir gesessen und haben rumgeheult, wie schlecht doch das Niveau woanders. Und die haben auf das Schlimmste, auf die übelste, unterste Art und Weise mitgesuhlt im Dreck und in der Gülle und haben sich aufgegeilt. Aufgegeilt haben die sich. Ja, und da sagt komischerweise niemand was. Alle gehen so komischerweise nur auf Albaner los. Ich habe auch in meinem Video auch Marc Steffens meine Meinung dazu gesagt. Ne? Und auch vor allen Dingen auch Skankant, der dann extra noch rein ist, wo der Albaner dann die brisanten Daten da ausgepackt hat, um es auch sehen zu können. Ne? Und nach eigenen Angaben hat Skankant das ja auch abgefilmt und will das jetzt hier verbreiten. Ne? Ja, stell dir das mal vor. Ja, aber da müsst ihr hauptsächlich dem Marc Steffens auch die Schuld geben und den ganzen anderen notgeilen Idioten, die da drinnen saßen. Weil, wie gesagt, ich weise nochmal darauf hin, Adam hat bewusst provoziert, dass das öffentlich gemacht wird. Ihm Adam wurde mehrmals angeboten, lass uns offline gehen und lass das privat klären. Er hat es abgelehnt, mehrmals. Adam wollte öffentlich von Albaner die Beweise haben. Und Albaner hatte mehrmals gesagt, pass auf, wenn ich das jetzt mache, ja, dann ist dein Kanal dicht wie in Pornografie. Willst du das, ja oder nein? Da war doch eh kein Bild zu sehen. Die haben doch den Chat eingeblendet gehabt. Das war doch ein OBS-Stream. Ne? Und Adam war so getriggert, dass er jetzt sofort wissen wollte, was Sache ist, weil er zu dem Zeitpunkt noch fest davon mitgerechnet hat, dass der Albaner blufft und lügt wahrscheinlich. Ne? Nee, da hat Albaner schon, er hat da die Wahrheit gesagt. Das wusste Adam ja noch nicht. Ist für mich auch unbegreiflich, dass Adam das noch nicht vorher wusste oder mitgekriegt hat. Ne? Ja, dann hat man nicht verstanden, wie Tina tickt. Wie gesagt, ich weiß das schon seit Dennis an und fragt euch, was Dennis gemacht hat. Und ihr rennt zu denen hin. Überlegt euch, warum niemand mit ihm zu tun haben will. Dennis wurde quasi, ja, da kannte Tina noch keiner und Dennis kannte sie auch nicht. Da dachte man, das wäre wirklich so ein Groupie, die halt ein bisschen, wie soll ich das sagen, sich in den Vordergrund spielen will. Ne? Ich habe das nur am Rande mitgekriegt. Ne? Und Dennis hat nach eigener Aussage, und das hat Tina auch bestätigt, hatte nie wirklich sexuellen Kontakt zu ihr im echten Leben, ne? Wo sie ihn besucht hat. Ne? Ja, aber dann halt auf anderen Wegen. Ja, er hat das einmal vor der Kamera gemacht, da kann man jetzt moralisch verwerflich finden, aber er hat sich nicht an ihr echt... Ja, das mag ja sein, aber das Mädel wird seit Monaten von den sogenannten nationalistischen Patrioten missbraucht. Also ich habe es mitbekommen von Anfang, und zwar Tina war erst bei Schumacher, dann ist sie zu Knacki und war bei Knacki, von Knacki zu TTA, dann wollte sie zu Bernd, ist aber nichts geworden, Bernd wollte nicht, und dann ist sie zu Adam. Die ist praktisch rumgereicht worden. Ich weiß. Ihr hättet doch merken müssen, dass das ein armes Junge, ein naives Mädchen ist. Görkel, ich habe das bewusst, ich kann nicht mit Tina auf Augenhöhe eine Beziehung aus den eben genannten Gründen eingehen. Gerichtet. Ja, aber Bernd, warum unterstützt du das, dass die Tina sich bei einem Adam aufhält? Hast du die Tare nicht mitgekriegt, was der Typ mit dem Mädel macht? Der Adam ist meiner Meinung nach kein schlechter Kerl. Er trinkt selber, er hat selber einen schlechten Lebenswandel. Aber was wäre denn die Alternative? Meiner Meinung nach
die haben zwar Streit gehabt und Differenzen wegen dem Hund, ne, aber Adam, so weit wie er kann, hat sich, sagen wir mal, mit Tina arrangiert und sich auch zum Teil um sie gekümmert. Ne? Alternative wäre, dass du als patriotischer Mann, wie du ja sagst, du bist ein deutscher Ehrenmann, ja, dass du, wo du das weißt und wahrscheinlich auch Kontakt hast außerhalb von den HOs zu Tina, dass du vielleicht Einfluss genommen hättest, und du hast ja etwas, dass Tina Hilfe bekommt von Sozialdiensten, dass sie eine Wohnung bekommt und unabhängig ist und nicht bei Männern unterschlüpfen muss. Ja, Göckel, das habe ich getan, glaub mir. Aber es ist natürlich einfacher zu jemandem zu fahren und dort erstmal zu wohnen, als diese langwierigen Entergänge zu machen. Aber guck doch mal, was da ist doch auch, da war doch auch Gewalt im Spiel. Das haben wir doch alle, habe ich da noch, ich war doch bei dir drin im Hau. Wenn da Gewalt, die haben da haben sich doch Gewalt, da hat sich doch auch Gewalt abgespielt im Hangout. Ja, da weiß ich, da sage ich ganz ehrlich, das habe ich auch erst gedacht, aber hinterher im Gespräch haben beide gesagt, dass das ein bisschen härter und schlimmer rüberkam, als es in Wirklichkeit war. Das war ein Streit, eine Käbelei, aber es war jetzt keine häusliche Gewalt oder so. Und so schätze schlimm ich genug. Auch echt nicht ein. Ne? Schlimm genug. Also ich habe noch, also du wirst nicht erleben, dass mein Mann, egal was wie ich bin, ne, würde mich jemals so bloßstellen vor aller Öffentlichkeit. Und ich ihn auch nicht. Ganz ehrlich, würde nie mehr. Das macht ein Mann nicht, der eine Frau gern hat. Adam ist jetzt nicht Gentleman's Darling oder wie das heißt. Ne? Darum geht's das nicht. Wissen, ne? Du auch ein Du, das, er muss kein Gentleman sein, du aus ganz einfachen Arbeiterfamilien, die Männer, ja, die haben noch gewusst, was Anstand ist. Das hat nichts damit zu tun, ob du ein IQ hast von 140, es hat damit zu tun, was du auf welchen Stall du kommst, ja. Was einem beigebracht wird, was einem gelehrt wird, die Werte, verstehst du? Und das ist unabhängig davon, ob du jetzt aus der Arbeiterfamilie kommst oder von der Hotbullet, das ist scheißegal. Ja, Göcke, da hast du recht. Adam hat auch ein paar Sachen gesagt, die nicht schön waren, ne? Auch zu dem Hund. Aber Adam hat es bis jetzt, soweit ich das mitgekriegt habe, bei Worten gelassen. Ne? Er hat weder Pilli was getan, noch Tina ernsthaft gefährdet oder geschlagen. Ne? Wat, und der Skankant hat dit wat, übertragen worden ist vom Albaner, hat er abgefilmt. Das hat er nach eigenen Aussagen gesichert, kopiert und will das jetzt hier verbreiten. Ja. Ja. Und Glatze hat nichts dazu gesagt. Das weiß ich nicht, da habe ich nicht mehr dann zugeguckt, da wurde es mir dann zu viel. Ne? Von dem Moment habe ich dann abgeschaltet und habe dann nochmal meine Takte dazu selber gesagt. Ist jetzt, also wirklich, was heute passiert ist, das habe ich in über einem Jahr HO noch nicht erlebt. Ne? Das war wirklich, guck mal, was Juli geschrieben hat, Bernd. Ja, warte. Ja, guck mal, was sie geschrieben hat zuletzt, gerade eben. Na, das rede ich doch die ganze Zeit. Ja. Weil die bei so nutzlosen Typen, das sind Lutscher, die sich rumtreiben hier. Juli, das ist richtig. Ne? Sie sollte auch, soweit ich weiß, ging es darum, wo sie den einen Abend in dieser Einrichtung war, sollte sie eine Vormundsperson gestellt kriegen. Das ist sie dann irgendwie umgangen, indem sie dann zu Adam direkt abgerauscht ist. Ich weiß selber auch nicht alles, was da im Hintergrund läuft. Ich höre ja, Tina wird mir auch nicht in allem immer alles erzählen. Das ist das ganze Problem. Naja, es gibt ja Menschen, weißt du, gerade Mädchen, die kein schönes Zuhause hatten, ne? Da gibt's so betreutes Wohnen oder es gibt tatsächlich so eine Wohnungsgemeinschaften mit Frauen, ne? Die brauchen Halt, ne? Aber so, also im Moment, wer weiß, wie das noch nach dieser Geschichte heute, ne? Könnt ihr euch vorstellen, wie das aussah, wenn dieser blöde Skankant tatsächlich den ganzen Scheiß abgefilmt hat? Weißt du, was er diesem Mädchen antut, das Stück Scheiße, das Dreckige? Ja, Görke, das Problem ist ja, dass da noch 7 oder 6 andere waren, die genauso heimlich mitgefilmt haben können. Ne? Na, warum haben diese ekelhaften notgeilen Schwänze nicht den HO verlassen? Genau, das hätten sie eigentlich. Dann sind die doch genauso ein Stück Dreck wie die anderen auch, die sich beschweren. Marc hätte auch meiner Meinung nach. Wenn ich in so einem HO sitze und da findet sowas statt, dann verlasse ich ungefragt diesen HO, da diskutiere ich nicht. Marc hätte auch die Übertragung beenden müssen. Die damit drin waren, für mich auf der gleichen Schiene. Marc hätte auch die Übertragung beenden müssen, sofort, ja, nachdem der Mann angekündigt hat, jetzt mache ich es öffentlich. Ne? Der hat nicht, Marc hätte sagen können, nein, für sowas steht mein Kanal nicht zur Verfügung. Entweder ihr klärt es privat oder ihr geht jetzt raus. Auf Wiedersehen.
Aber er hat ja direkt gesagt, da hat er ja drauf gewartet, genau deswegen, das ist ja sein Ding, da geilt er sich dran auf. Ja, er hat ja noch gesagt, ich mach das Bild und den Ton aus, dann könnt ihr euch ja austoben. Ja, richtig, alleine so. Seine Worte. Und alle Typen, alle notgeilen Wichser, die da drin gesessen haben, diese minderwertige Menschenkapital, ja, die haben alle schön mitgemacht. Und wollen mir was von deutsche Werte, vom Leben, von Anstand, Ehre, Moral erzählen? Diese Flachpfeifen? Das Einzige, was die mit der Männlichkeit gemeinsam haben, ja, die haben einen Schwanz zwischen den Beinen. Aber Männer sind das bei Weitem nicht. Das sind Pussys, das sind Lutscher. Das ist der Grund, warum hier die ganzen Frauen vergewaltigt werden. Die sollen jeden Morgen in den Spiegel gucken und sollen sich fragen, warum bekomme ich keine Frau? Warum will mich nicht mal die Dümmste? Warum habe ich keine Kinder? Also ich dann haben sie die Antwort und sich nicht hier seit Monaten hinsetzen, die scheiß Weiber, das sind ja alles Schlampen, Nutten, Huren. Nee, die Typen, die Lutscher, ja, die Deutschen, die sollen sich mal jeden Morgen ihr eigenes vergammeltes Elend im Spiegel angucken und dann wissen sie, wer sie sind. Ja, Marc Steffens hat ja eine Frau und Kind, ne? Naja, wie geht denn der, was macht denn der den ganzen Tag? Nein, Schnatti, ich sehe das ja andersrum. Der Albaner ist ja auch verheiratet. Also da waren schon mal zwei verheiratete Männer, die da pornografisches Material einer fremden Frau präsentiert und konsumiert haben, ne? Da ist da mal die Moralfrage, wie führen die ihre Ehe, ne? Wenn die damit keine moralische Ehe haben. Das sind keine Ehen, Bernd. Bernd, weißt du, was eine Ehe ist? Ja, ich persönlich. Hast du schon mal verheiratet? Ich war noch nicht verheiratet, ich kenne das aber von Eltern und Verwandten. Die gehen nicht so miteinander um, ne? Also, wie gesagt, das, was die beiden da abliefern, das ist keine Ehe. Jemand, der von früh bis spät im Internet seine Zeit verbringt, statt mit seiner Ehefrau, ja? Sei mir nicht sauer, das sind Lutscher. Das sind Lutscher. Die schicken ihre Frauen anschaffen, damit sie mit ihrer Ärsche billig vom Internet sitzen können. Ja, so das wissen wir nicht, ne? Sie meint mit anschaffen, meint zu arbeiten. Das heißt, okay. In Mitteldeutschland heißt anschaffen, arbeiten. Schaffen meine, Entschuldigung, ja. Schaffen. Okay, alles klar. Ja, also ihr Besten heißt anschaffen direkt. Anschaffen. Nee, ich habe das schon gehört von Leuten aus Mitteldeutschland, die sagen tatsächlich zu anschaffen, das hat bedeutet bei den, in manchen Teilen von Mitteldeutschland bedeutet das tatsächlich arbeiten gehen. Okay, ja. Ich sag mal, ein Mann hat seine Frau und gegebenenfalls seine Kinder zu ernähren. Gut, dass die Männer heute nicht mehr die Welt verdienen, damit es nicht mehr funktioniert, darüber müssen wir uns nicht streiten, das wissen wir. Ja? Fakt ist aber, die machen ja nicht mal die Anstalten. Ja? Das sind für mich keine Männer. Das sind Muschis. Die haben nur das männliche Geschlechtsteil, aber mehr haben sie nicht. Also wenn ich das mal mit meinem Mann und mit Görkels Mann vergleiche, dann sehen die Pussys hier aber im Internet ganz schön alt aus. Wenn ich mir angucke, diese ekelhafte Frauenhetze, die hier stattfindet, ja, dass die sich nicht schämen, die sollen sich fragen, warum sie keine Frau kriegen. Das hat alle seine Gründe und die Männer machen sich das immer ziemlich einfach zu sagen, die Weiber sind schuld, die Weiber sind die dumm. Also ich habe eine gute Nachricht. Eine relativ gute Nachricht kurz. Also Tina und Adam sitzen zumindest wieder gemeinsam auf der Couch. Ne? Na toll. Ja, Schnatti, das ist eine gute Nachricht in dem Fall. Ich habe ernsthaft damit gerechnet, dass das da bei denen eskaliert und es da dann wirklich zu häuslicher Gewalt kommt. Ne? Nach der Aktion vom Albaner. Und da war ja, wirklich. Aber Bert, sei mir doch mal nicht sauer. Hast du nicht mitbekommen, wie der Adam immer mit ihr umgeht? Ja, das ist so, wie soll ich das sagen, da will er den harten Kerl machen, wenn sie in den Haus ist und nicht als Waschlappen dastehen. Aber ich habe nie mitgekriegt, dass er ihr wirklich was Schlimmes angetan hat. Er stellt sich doch als, ein Waschlappen benimmt sich genauso. Ein harter Kerl, der benimmt sich wie ein Mann, der seine Frau die Ehre der Frau verteidigt. Denke mal, dass Adam auch nicht so viel Erfahrung mit Frauen hat und die auch nicht weiß, wer sich jetzt wirklich verhalten soll. Und sollte er vielleicht mal einen Kurs machen. Er ist im Herzen ein guter Kerl und er hat ihr nie was Böses, außer dass er sie mit Alkohol abgefüllt hat und schlecht über den Hund geredet hat, getan. So. Das halten wir jetzt mal hier fest. Was anderes habe ich nie mitgekriegt. Ja. Ich habe einmal selber Angst gehabt, weil Tina laut geschrien hat und die einfach mal weitergelabert haben. Aber da hat sie hinterher selber gesagt, es war nichts. Ne?
Die haben sich zwar gestritten, aber es war wirklich nur so ein Streit, so eine Käbelei. Dann sollten sie vielleicht beide mal den Alkohol weglassen. Ja, richtig, macht richtig, Görke. Genau, richtig, beide, genau. Weil manche, es gibt Leute, die können gut mit Alkohol umgehen und sind lustig und freundlich und andere Leute werden aggressiv. Ja. Und gewalttätig. Ja, aber beobachtet die beiden doch mal. Da ist nichts, das ist eine reine Zwecksgemeinschaft. Das Mädel braucht gerade nichts weiter als ein Dach über den Kopf. Ja, Schnatti. Das hat nichts mit Beziehung, Liebe zu tun. Tut mir leid, also nee. Also beim besten Willen nicht. Ich probiere es jetzt nochmal, also ich muss wirklich sagen, dass heute die Einzige, die moralisch den Albaner darauf aufmerksam gemacht hat, dass das nicht okay war, war Pauline. Ne? Obwohl ich die sonst eigentlich eher nicht leiden kann, ne? Aber die Einzige, die da wirklich ihn damit konfrontiert hat und dann auch von dem Albaner wieder übelst angepöbelt wurde, war Pauline. Ne? Hätte ich nie gedacht. Ne? Wir sollten uns einfach mal überlegen, alle Mann, ne, wem wir noch die Bühne bieten. Ne? Das leider Gottes wird für den Falschen die Bühne bieten, sag die so, wie es ist. Ne? Und du solltest dir auch überlegen, Bernd, wen du in deine Hangouts noch reinlässt. Das mache ich genauso. Ja, das habe ich vorhin, das habe ich doch schon gesagt. Lieber sitze ich alleine 3 Stunden in meinem Hangout, ja? Lieber sitze ich alleine. Ne? Und den ersten sogenannten Angriff hast du schon erlebt, Bernd. Also dir wurde schon unterschwellig signalisiert, du bist der Nächste. Ich weiß ja nicht, ob du es mitbekommen hast. Wegen wer jetzt? Warum? Wieso? Gut, du hast es nicht mitbekommen, okay. Dann lassen wir es, er muss das selber merken. Ja. Nee, ich habe jetzt gerade den Chat verfolgt. Worum geht's nochmal? Genau. Ich habe das jetzt nur am Rande mitgegeben. Ich bin der Nächste, wo drin? Das ist jetzt nicht die Wohnung. Jetzt wollte Görke reden. Das war nicht heute, das war schon vor knapp einer Woche. Ja. Da wurde dir unterschwellig schon gesagt, dass du der Nächste bist. Ob du es mitbekommen hast, ich meine, ich weiß, du hast es mitbekommen, aber ob du den tieferen Sinn dahinter verstanden hast, das weiß ich natürlich nicht. Ja, in was der Nächste? Ich werde dich schon seit einem Jahr gehatet. Und nee. Mm-mm. Aus deinen eigenen Reihen, Bernd. Wie gesagt, ich bin dann offline, wie gesagt, um dich jetzt hier nicht weiter bloßzustellen oder dir irgendwie, machen wir auf Warum und dann ist gut. Also ich denke mal, dass du den Herd, dass dein Herz auf dem rechten Fleck hat, Bernd. Aber du bist manchmal ein bisschen zu gutmütig. Beobachte einfach mal die Szene die nächsten Wochen und dann wirst du sehen. Ja, das war schon von Anfang an so, werden wir sehen, ne? Ja. Ja, aber jetzt geht's gegen dich. Ja, auch gegen dich, ja. Ja, ging schon immer, es hat sich nie geändert, ne? Nee, aus deinen eigenen Reihen wirst du gerade bekämpft. Und die unterschwellige Ansage hast du bekommen. Ob du sie vernommen hast und auch als dessen verstanden hast, weiß ich nicht. Ja, Schnatti, dann sag es, mit diesen, was du jetzt sagst, kann ich nicht allzu viel anfangen, ne? Das ist mir schon klar. Dann sag ich's dir. Es hat Wurstfresse gesagt. Na, gesagt. Und nicht, doch, geschrieben, und aber ich hab's auch schon gehört, auch ist nicht das erste Mal, dass er über dich abfällig geredet hat. Nicht das erste Mal. Nur, okay. Das ist wahr. Ich sag das jetzt öffentlich. Schnatti wollte es nicht so direkt sagen, ich sag's dir aber. Wo ich den Intelligenztest gemacht habe oder wo? Nee. Das war davor gewesen. Davor. Aber wie gesagt, die Täter, die werden sich mal wieder rausreden und nein, und ich war das nicht, ich bin noch lieb und, ne? Ach komm, wisst ihr, also mir macht hier keiner mehr was vor. Wie gesagt, die sind hier so primitiv gestrickt, bevor die anfangen zu denken, bin ich schon längst fertig und sage dir, was sie vorhaben. Naja, ich denke, ich kann dir nur sagen, beweg dich auf deinen eigenen Kanal, seh zu, dass du jetzt gerade Abstand nimmst, ansonsten bist du auch weg vom Fenster. Du musst es mir nicht glauben, aber du wirst es sehen. Wie gesagt, die unterschwellige Ansage hast du bekommen von mehreren Personen aus deinen eigenen Kreisen. Entweder hast du es verstanden oder... Ja, wie gesagt, das kann ja gut sein, aber dann habe ich ja wenigstens meine alles letzte richtig Endes, gemacht. Mir ne? Ist es egal, ich amüsiere mich nur noch über diesen Kindergarten und dann ist gut.
Ich würde sagen, wir haben auch alles gesagt. Ich habe, was ich zu sagen hatte. Ne? Und ihr macht euch alle selber einen Reim. Überlegt euch, wem ihr zuhört, wo ihr in welche Hangouts hier geht. Mehr kann ich euch nicht sagen. Ne? Und ihr werdet, wenn man irgendwie, wir machen alle Fehler. Wir haben alle schon Fehler gemacht. Ne? Habe ich auch. Und ich bin die Letzte, die einen Finger auf jemanden zeigen soll, wegen vulgärer Ausfälle. Die habe ich auch. Ne? Aber ich kenne trotzdem noch meine Grenzen. Ne? Ich habe meine Grenzen. Na, ich meine, man kann sich ja gerne mal streiten und zoffen, aber irgendwann muss man doch mal die Kontenance haben und wissen, wo Ende ist. Nur das, was hier seit Monaten abläuft, das ist unterirdisch. Dafür findet man gar keine Worte mehr. Ja. Ja, und wenn mir meine 14-jährige Tochter sagt, Mama, mit was für Assis rennst du da rum? Was sind das für Untermenschen? Also von einer 14-jährigen, entschuldige mal bitte. Auf dem Schulhof herrscht noch mehr Anstand wie hier. Das ist traurig. Jeder hackt über den anderen rum, der eine so, der andere so, und dann wird es aufgebauscht. Hauptsache Sensationsgeilheit. Wie auf der Straße beim Autounfall. Alle bleiben stehen und machen noch ein Foto. Ja. Das ist ekelhaft, ist das. Ich frage mich, wann die Höchstgrenze erreicht ist. Ich glaube, es gibt keine nach oben, ne? Oder nach unten den Dreck, meine ich. Ne? Es gibt keine Grenze, ne? Anscheinend nicht, nach heute nicht mehr, ne? Ja. Wir werden sehen, ne? Naja, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich habe nichts weiter zu sagen. Wenn ihr noch was sagen wollt, ich habe meinen Senf jetzt rausgelassen, was ich zu sagen hatte, ne? Und ab jetzt werde ich mich nur noch um mich selber kümmern, meinen Scheiß machen, ne? Aber das hat mich, also ich bin auch betroffen, ich wurde wieder mal benannt, ne? Obwohl ich neben Hangout war, und da habe ich darauf reagiert, ne? Auf die ganze Scheiße, ne? Weil ich alleine schon diese Hinterpfot, weißt du, auf der einen Seite, da sind so viele Leute, die Bellendorf beschimpft haben als Drecksau, ja? Was er ja auch ist, aber selber genauso unterirdisch oder sogar noch schlimmer, ne? Ja, schlimmer weiß ich nicht, aber auf jeden Fall genauso. Was die Gewaltandrohung angeht, schon, das hat der Albaner heute bewiesen, ne? Dass der KD hat Leute bedroht mit dem Radkreuz, ne, und er will die Ente besuchen, was weiß ich. Aber der Albaner hat ja Gleiches, war ja genauso unterirdisch, ne? Der hat auch mit Gewalt gedroht, Leuten heute gedroht. Ja, massiv, ja, hat er. Da kam sein wahres Gesicht heute durch, ne? Ja. Und da kann er sich jetzt auch nicht mehr entschuldigen, dass er auf Entzug ist. Ne? KD hat dafür eine Anzeige gekriegt. Mal gucken, ob er eine kriegt von irgendjemand. Mal sehen. Werden wir ja sehen, ob er auch eine Strafanzeige kassiert. Mal gucken. Er hat ja gesagt, wenn er eine kriegt, das ist ihm scheißegal, dann fährt er dahin und bricht denen alle Knochen. Ne? Ja, ja. Dann will er richtig in den Knast gehen. Der Superkampfsportler, ne? Ja. Das hat er ja gesagt, ne? Da wartet er ja drauf, ne? Dann würde ja auch der Name bekannt werden, und dann würde er den so fertig machen, und dann würde er, wenn er schon in den Knast geht, dann richtig, ne? Er wäre ja schon mal drin gewesen wegen sowas. Ja, aber diese Ansagen sind gut, Görkel, weil dann kann man, wenn man in Notwehrsituationen handelt und sich wehrt, vor Gericht belegen, dass man ja Todesangst haben musste, ne? Mhm. Er soll mal sein Maul halten, der Affe. Mhm. Rambo schreibt gerade, Glatzer hat das Video gelöscht. Ja. Warum das? Irgendjemand denn? garantiert hat's Eulenspiegel aufgezeichnet, bin ich mir sicher. Oder irgendjemand hat es bestimmt aufgezeichnet. Ich hoffe es mal, ne? Warum hat er das denn gelöscht? Ja, es war unter. Da waren Strafandrohungen. Da wurde Gewalt angedroht. Da ist er mit in seinem Kanal. Ja, ja, okay, aber das war ja sein bester Clip auf seinem neuen Kanal eigentlich. Naja, aber er weiß ganz genau, was daraus resultieren könnte. Der Bellendorf hat dafür eine Strafe kassiert, für solche Sachen, für solche Geschichten, ja. Und das Gleiche passiert jetzt auch. Und mal gucken, ob der auch eine Strafe kassiert. Tja, okay. Werden wir sehen, man kann nicht einer als Drecksau beschimpfen, was er ja auch ist, und die nächste Drecksau nicht, die genauso stinkt. Ne? Man kann nur hoffen, dass diese Teilnehmer dieses HOs nicht wirklich aufgenommen haben und das hinterrücks verteilen. Ja,
Ja, das befürchte ich leider. Das werden, wenn das, das Schlimme ist ja, dass viele Leute gerade diese dämlichen Offline-HOs aufnehmen und dann gegen Leute, Leute damit erpressen oder dass es weiterverteilen, brisante Sachen und dann geht es hintenrum. Das ist ekelhaft, ist das. Ja, was, ja was aber hätte Marc nicht die Plattform gegeben, werdet ja nicht dazu gekommen. Richtig, genau so ist es. Derjenige, ja. der die Plattform bietet, ist für mich der Hauptschuldige. Richtig, hast du ja, auch gesagt. Der Albaner hätte das theoretisch auch auf seinem eigenen Kanal machen können. Ne? Ja, aber Albaner war schon drin und dann kam Adam und Adam hat systematisch provoziert und Albaner hat nur gesagt, das willst du nicht, dass ich das jetzt hier öffentlich mache. Und da hat Adam gesagt, interessiert mich nicht, ich will hier Daten und Fakten sehen. Ja, weil er getriggert war. Ne? Und Albaner hat mehrmals darauf hingewiesen. Ja, aber alle anderen Typen haben gegeifert und haben darauf gewartet. Das Schlimme ist, das, was da vorgesagt wurde. Und Glatzer hat doch angeboten, den Ton und das Bild auszumachen. Ja, das Schlimme ist, Schlimme ist, das, was da vorgesagt worden ist, noch viel schlimmer war. Und da sind die Straftaten ausgesprochen worden. Das ist die Wahrheit. Also der Albaner, alle haben sich nicht die Butter vom Brot. Der Albaner hat auf jeden Fall heute Tinas Persönlichkeitsrechte verletzt. Sie hat ein privates Gespräch öffentlich gemacht und Bilder und Videomaterial. Ne? Also, ja, aber Adam hätte das auch privat mit Tina klären können. Wollte er ja auch nicht. Hat er ja abgelehnt. Das stimmt. Ja, also er war so getriggert, er wollte die Beweise vom Albaner haben, weil er das nicht geglaubt hat in dem Moment. Ne? Der ist ja reingekommen, um Tinas Ehre zu verteidigen. Ne? Ja, das mag ja sein. Ich meine, im Endeffekt haben die sich alle nichts genommen. Das eine hat dann im Endeffekt zum anderen geführt. Und da trägt jeder seine Mitschuld. Ob das Albaner, ob das Adam, ob das Glatze oder ob das die ganzen anderen Protagonisten im HO waren. Mhm. Alle haben sie es billigend in Kauf genommen, aufgrund ihrer, ich will es jetzt ja nicht aussprechen, ja, das Mädel dort vorzuführen. Alle haben sie das Mädel vorgeführt, allesamt. Ja. Ja, und nicht nur Albaner. Albaner hat dann nur gesagt, na Moment doch mal, bevor ich mich jetzt hier als Lügner abspeisen lasse, mache ich Karten bei auf den Tisch. Der hat aber noch ganz andere Sachen gesagt, die noch unterirdischer in Schuld geflatscht. Nati, wenn er beweisen will, wer wen angeschrieben hat, warum muss ich dann Bilder und Videosequenzen mitzeigen? Das hätte er sich sparen können, oder nicht? Er hätte einfach nur die Konservation zeigen können, wer jetzt wen angeschrieben hat und wer angefangen hat, sozusagen sexuelle Anspielungen und Avancen zu machen. Das hätte vollkommen gereicht. Nein, er macht direkt die Bilder und die Videosequenzen auch noch mit dazu. Ja, aber der eine bietet es an und der andere nimmt es an. Deswegen sage ich ja, die haben sich, für mich sind die alle schuld. Jeder, der heute in diesem HO gesessen ist, ist für mich mitschuldig und hat das Mädel missbraucht. Bumm, aus, Ende, Feierabend. Aber strafrechtlich gesehen, juristisch gesehen hat der Albaner... Ja, natürlich, da brauchen wir uns doch nicht drum streiten. Es geht aber ums Prinzip. Wenn ihr einen anprangert, müsst ihr alle Täter anprangern. Habe ich, habe ich. Die Täter sind auch Marc, Albaner. Habe ich. Alle. Und in erster Linie Glatze, habe ich doch gesagt. Und der Rest, der nicht rausgegangen ist. Ne? Aber natürlich gibt es da Abstufungen der Schuld. Na ja, natürlich, darüber brauchen wir da überhaupt nicht diskutieren. Und 300 Leute haben sich diese Scheiße angeguckt. Und haben sich aufgegeilt. Wie gesagt, mir ist es egal, die Typen, die hier rumrentet, sind für mich alle etwas Schlappen. Da ist der andere nicht besser wie der Nächste. Für mich steht meine Meinung, das Mädel kann einen einfach nur noch leid tun. Die muss hier raus von diesen Typen. Die muss in professionelle Hände, wo sich jemand um das Mädel kümmert. Ja. Weil von zu Hause aus wird sie ja nichts Ordentliches bekommen. Sind ja auch nicht gerade die besten Zustände. Die muss weg. Die hat hier drinnen nichts verloren. Göckel, der Raven möchte gerne rein. Nee, ich mach jetzt Schluss. Schade. Oh, der hat, nein, ja, warte mal, Göckel. Dann schick ihn den Link und dann gehst du. Wenn der, ich sag dir was, Raven, offline. Ich schick dir den Link. Wenn der HO gecrasht wird, ja, wenn ihr, dann wisst ihr ganz genau, woher es kommt. Görkel, du kannst den, du gehst sofort auf die Beenden- und Privat-Taste, bevor du ihm den Link schickst. Ich sag dir das nur, Raven. Solltest du den Link weitergeben, hier jemand anders aufkreuzen, ne? Dann mache ich dich persönlich verantwortlich dafür. Kannst du ihm den Link schicken, Bernd? Görkel, dann geh aber vorher bitte auf den Beende- und Privatstellknopf, ja?
Ich bin auf dem Knopf. Ich bin auf dem Knopf. Ich bin auf dem Knopf. So, die Stimmung. Ja. Also Raven, ne? Ich muss mich drauf verlassen, weil das ist einfach so, du hast schon Hangouts gecrasht, ne? Und ich habe da keinen Bock drauf, ne? Ja, er selber nicht, aber... Doch, auch schon. Er auch schon? Okay. Ja, da auch schon in der Vergangenheit. Und ich habe noch, ich mag das einfach nicht, wenn Leute Hangouts crashen. Ich mache es auch nicht. So, du hast den auf deinem Hangout Kanal, Raven. Ja. Wie gesagt, Görkel, immer schön auf den, auf der Privat- Also den auf sofort auf Privat stellen, wenn was passiert, und beenden, ne? Ja, auf Beenden-Taste, auf der Taste bin ich immer. Gut. Ja. Und ganz wichtig, privat. Nicht nur das, ich habe auch eine Verzögerung, habe ich auch. Mach schon mal die Leiste auf. Ja, aber ist doch schon traurig, dass man hier nicht mehr frei mit jedem sprechen kann, weil man Angst haben muss, dass irgendjemand kommt und den Kanal strikt und ein Porno abspielt, ne? Wenn irgendwas kommt, was dem anderen nicht passt. Und das, was da gelaufen ist bei der Smoke-Wolke, ne, das war sowas von unterirdisch. Auch was die Fanny angetan hat. Die Fanny verbirgt sich für Wurstfresse. Wurstfresse schickt TTA den Link. Der kommt rein, tobt rum, geht raus und da wird ein Porno abgespielt. Entschuldige mal, ja. Und das ja, ich hab das Dennis heute gesagt. Dennis sagt, er war das nicht mit dem Porno und er hat auch keinen Link weitergegeben. Er ist nur selber kurz rein und dann wieder raus. Mensch, von wem hat er den, wer hat den Link gehabt? Wurst. Wurst hat in der Vergangenheit Pornos abgespielt und hat es da auch gemacht. Er war dafür verantwortlich. So einfach ist das und das weißt du auch. Ja, er sagt selber nein. Er hat sich doch selbst verraten. Er hat sich doch selbst verraten. Außerdem, und die Dumme war Fanny, weil Fanny hat sich noch verbirgt, weißt du? Unglaublich, du, was sich hier so abspielt, weißt du? Und diese Smoke-Wolke, die hat mit Politik überhaupt nichts am Hut. Die macht nur Dampfer-Videos. Ja, ich kannte die vorher. Es ging darum, weil Dennis sich dort nicht explizit in den Mittelpunkt stellen konnte. Ja. Ne? Und die macht, die war mal früher bei Bellendorf drin und war Opfer, ne? Und darum hat sie einen Hangout gemacht, hat aber ansonsten mit der politischen Szene überhaupt nichts zu tun. Die kümmert sich nur um ihren eigenen Scheiß. Die macht nur ihre Videos, weißt du, ihre Dampfer-Videos und alles andere geht ihr am Arsch vorbei. Und die so zu schädigen, ist eine bodenlose Sauerei. Jan Bertolat, ja, das ist ja die perfide Masche vom Meisenkaiser, ne? Das ist, Nein, das war nicht der Meisenkaiser. Das war Nein, Wurstfresse. Ich meine, er sagt jetzt, ich könnte jetzt crashen, weil Raven dann den Ärger abkriegt, ne? Das hat der Kardinal ja früher mal so gemacht, ne? Er war selber, hat mich immer beschuldigt, ne? Also ich traue Bernd so weit, dass er sowas nicht macht. Er hat's doch selbst gesagt, dass er es war. Ihr müsst nur zuhören, dieser Typ kann nicht gut lügen. Er schlachtet hintenrum seine eigenen Leute ab. Okay, da kommt auch direkt der Kardinal, ne? Also wenn hier jemand außer Raven reinkommt, ne, dann ist Feierabend bei mir. Dann bin ich sofort ist sofort der Stream weg. Ja, Raven hat sich den Link noch nicht angeguckt bei Hangouts. Also er war da noch nicht drin. Du solltest es ihm auf seinen richtigen Kanal schicken und nicht auf Hangouts. Ja, Hangouts ist ja sein richtiger Kanal. Nee, auf seinen auf private Nachrichten und nicht auf Hangouts. Ja, das ist ja privat, Görkel. Das ist diese private Hangouts-Gespräch, wo nur er drin ist und ich. Ja, das ist ja gut. Weil ansonsten weißt du ganz genau, wenn du das in eine Gruppe reinmachst, dann haben es alle. Ja, ich weiß, das ist keine Gruppe. Ja, also ich mache sowas nicht. Ich mache das auch nicht in Hangouts-Gespräche. Ich mache das direkt auf dem Kanal immer, auf Nachrichten. Auf dem YouTube-Kanal. Ja, das, wie gesagt, also das ist ein Einzel-Privatgespräch. Jetzt ist die Stimmung drin. Ja. Ja, also, hallo, Raven. Hallo, Raven. Ich hoffe ja, dass ich mich drauf verlassen kann auf dich, dass dein Wort gilt. Klar, Moment, ich muss hier ein bisschen was einstellen. Ja. So. Erstmal volksnah. Ja. Görkel,
Ja. Ich glaube, ich war in vielen Hangouts drin und habe niemals einen Link weitergegeben. Ich hab dir, und das haben wir auch privat besprochen, habe ich es gemacht und das war bei Ente. Und das war, als Ente einen einstündigen Monolog geführt hat, wie böse und schlecht wir alle sind. Und ganz ehrlich, da war ich angepisst, weil wir Stunden vorher mit ihm zusammen in völliger Eintracht eigentlich völlig normal kommuniziert haben. Und ja, an der Stelle war ich wirklich angepisst. Und ich kann mich erinnern, und es gab noch eine Pause dazwischen, wo es damals gang und gäbe war, gegenseitig den Hangout zu crashen. Aber es gab einen Unterschied, es wurden niemals Pornos abgespielt. Ja. Das stimmt. Das ist nämlich bei der armen Smokeworker passiert, weißt du, die wirklich mit unserer Szene überhaupt nichts zu tun hat. Ne? Nein, ich weiß. Aber auch und es war nicht der Kardinal, Ich weiß, woher es kam. Es war nicht der Kardinal, ja. Ich weiß, wenn in China ein Sack Reis umfällt, war es der Kardinal. Ne? Und das ist so, nein, mittlerweile war er so, nicht. Das war unmöglich, ja. Es war nicht der Kardinal. Ich will ihn ja auch nicht heilig sprechen. Ich will mich auch nicht heilig sprechen. Ich weiß, es gab eine Zeit, wo ich selber Hangouts betrieben habe, wo auch mein Kanal gecrashed wurde. Aber es wurde niemals Bonus. Niemals Bonus. Aber sag mal, hast du das heute Abend mitgekriegt, die Geschichte? Ich hab kurzzeitig reingehört. Ich glaube, es war bei Marc Steffens. Ja. Wo der Albaner, wo ich ganz ehrlich sage, also wenn ich total stark alkoholisiert bin und mit Männern mich streite, ja, dann habe ich auch ein Vokabular, wo ich sage, Fotze, Schnauze, Vollidiot. Aber ich fand zu so früher Stunde immer Fotze und auch so Drohgebärden einfach eine Nummer too much. Ja. Aber ich muss auch sagen, Görkel, und da müssen wir auch beide selbstkritisch sein, wenn ich alkoholisiert bin, bin ich auch nicht ein Kind von netten Eltern. Du brauchst keinen Alkohol dazu. Du bist auch sehr oft. Aber ich habe noch nie jemanden angedroht. Ich habe noch nie jemanden Prügel angedroht. Nein, das nicht. Er hat auch mit Anzeigen gedroht und so. Nun stellt sich die Frage, was ist tatsächlich passiert? Und da sind wir immer alle gemeinsam irgendwo auch ein bisschen außen vor, weil wir waren nicht dabei. Also ich war nicht dabei. Also seine Aussage war, dass du Bernd Schneider gefragt hast, würdest du mit deinem 135er IQ dann auch die Freunde vom Albaner befruchten? Nein, ich doch nicht. Ja, also für mich ist es reiner Sarkasmus. Du, das war doch nicht Spaß. Das war nicht ich, Raven. Das war Tina. Ich war gar nicht drin in dem Hangout. Tina hat mich das gefragt. Ich habe nichts damit zu tun. Ja, aber whatever, wer fragt. Also ich finde diese Fragen einfach ab einem bestimmten Level oder einem bestimmten Uhrzeit einfach lustig. Und jemand, der das so nah an sich ranlässt, hat, glaube ich, mit sich selber ein Problem. Also pass mal auf, wenn ich eine Freundin habe. Und ich habe doch auch zu Adam gesagt, ich besame jetzt Tina, weil ich so unglaublich intelligent bin. Und er war daneben und hat gesagt, hör auf mit dem besoffenen Scheiß hier. Ne? So, er hat es auch verstanden. Ja, aber wenn ich selber verliebt bin, ne, und ich habe eine Freundin, so und dann kommen irgendwelche unqualifizierten, blöden Dinge da aus einer HO-Meta-Ebene, dann weiß ich nicht, dann belächle ich die Sache, ja. Weil ich würde mich niemals so echauffieren. Und ich weiß nicht, warum man sich um 17, 18 Uhr ist nicht mein Ding. Es ist tatsächlich, also wenn ich stark betrunken bin, ja, neige ich auch zu dieser Verbalsprache oder so. Mhm. Aber ich fand es insgesamt und das will ich jetzt gar nicht auf den Albaner reduzieren. Ich finde insgesamt, dass wir uns nicht zum Höheren entwickeln, sondern ich finde, dass weißt du, was ich besonders beschissen fand? Dass genau die ganzen Leute, die heute Abend in diesem Hangout drin waren, bei Marc Steffens, da waren überwiegend Leute drin, die auch bei den Brillmädchen saßen und sich darüber echauffiert haben, wie
unterirdisch doch andere Hangouts sind und wie vulgär die sind und saßen bei Marc Steffen und haben sich gesuhlt in der Gülle und mitgegrunzt, ja, den ganzen Dreck mit und aufgegeilt, ne? Und auf der anderen Seite, wie passt das zusammen? Frage ich mich. Ja, also für mich ist da ein Widerspruch auf der anderen Seite. Ja. Und das ist jetzt nicht gegen Marc Steffens, aber Marc Steffens sagt selber, sein Kanal besteht darin, dass sich Leute Matt bieten. So. Wenn ich das zugrunde lege und wenn ich das fördere, biete ich genau diese Art von Sprache, die hier gerade hofiert wird, Fotze, ich zeig dich an, und wo ich so sage, so, aber du, was meinst du, was der Marc Steffens geheult hat, wochenlang als Babsi über ihn in Hangouts hergezogen hat, wo er so besoffen war, mal morgens, ne? Das hat Babsi mal thematisiert. Was hat der sich echauffiert und ist einmal sogar mal richtig ausgerastet, ne? Weil Babsi mal gesagt hat über ihn, dass er besoffen war und er hätte ein Kind fallen gelassen. Hat Babsi geschrieben. Da hat er also sich erstmal hat er nie sein Kind fallen gelassen. Hat er nicht. Zweitens muss ich ganz ehrlich sagen, wenn jemand ein Alkoholproblem hat und morgens noch der Meinung ist, sein Kind im Arm zu halten und das mit vollem Bewusstsein, dann hat er natürlich ein Problem. Aber er muss dieses Problem selber erkennen. Ich glaube auch, dass Marc selber weiß, dass er. Ja, klar. Dass der Alkohol nicht sein Freund ist, sondern es ging mir darum, ein schlechter Weggefährte. Es ging mir darum, dass er ja sich darüber aufgeregt hat, dass das jemand gemacht hat, ihn durch den Dreck gezogen hat. Er aber selber jeden Abend zulässt, dass Leute durch den Dreck gezogen werden und er dadurch seinen Clickbait hat und er damit sogar Geld verdienen will. Und dass gerade ein Mädchen wie Tina, die naiv ist, hier gerade durch den Dreck gezogen wird, ja, wie eine billige Nutte, ja. Ne? Und er sitzt da, ja, und tut so, als ob er nichts ist, sitzt hinten dran und geilt sich auf, dann weißt du, über wenn die sich da prügeln und dann damit angibt, ja, das ist ja mein Konzept, entschuldige. Du, das ist durch bei mir, durch. Es war einfach, zu viel des Guten. Irgendwann ist der Topf übergelaufen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt kein Albaner, ich bin kein Albaner Feind, weil er manchmal ganz auch ziemlich kritisch war der HO-Szene gegenüber. Ne? Also deshalb ja, was macht er selber? Gucken wir doch an. Feind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab eine halbe Stunde zugehört. Also nicht. Ich finde es grundsätzlich. Aber wie gesagt, ich kann mich nicht als moralische Instanz hier aufhören. Wenn ich stark betrunken bin, verfalle ich ja selber diesen unterirdischen Vokabular, ja, also ganz klar. Aber muss man irgendwie um 17, 18 Uhr sagen, du Fotze. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich diese Hangout-Kultur erstmal in erster Instanz sich nur noch um private Befindlichkeiten, ja. Wo ich denke, was soll das? Also, und vor allen Dingen, das sind doch Dinge, die sind privat. Nein, was ob mich Tina, so, ob Tina, ja, nein, wer Tina ist, das geht ja die Masse nichts an. Es geht auch die Masse aber, nichts an, ob Bernd Schneider jetzt Tina retten will aus ihrem Moorloch oder es geht auch dem Albaner nichts an, ob du mit, ne, also wie die Sexualität mit dir und Rambo ist, es geht niemanden etwas an. Das geht doch, das weiß ja auch. Nee, Takt ist aber das alte. Aber es geht doch niemandem was an, wie die Sexualität mit dem Albaner und seiner Frau ist oder ob sie begatten wird. Natürlich. Ich finde, wir befähigen uns grundsätzlich in die falsche Richtung und das ist meine ganz klare Meinung. Nein, das Schlimme ist, weißt du warum? Du hast ja den Titel gelesen von meinem Hangout, ne? Alle haben gefeiert, als das KD jetzt in den Knast gegangen ist, weil er eine Drecksau war. Nur, dass das, was jetzt gerade läuft, genauso ist und noch genauso unterirdisch und vielleicht sogar noch ein Tick schlimmer. Ne? Die Moralapostel haben sich so im Dreck gewühlt und noch genauso, die sind auf der gleichen Stufe. Nur, dass KD dafür hat eine Strafe kassiert, ja, und bis jetzt mal gucken, ob dem Albaner auch, ob den auch irgendjemand anzeigt für seine Taten heute. Also, ich hatte, also
ich habe mich gewundert, dass KD in den Knast gegangen ist, weil eigentlich war er gerade fällig. Und also das, was was von mir angekommen ist, hat er eigentlich eine ganz andere, ging es um eine ganz andere Sache. Und ich glaube, dass diese Inhaftierung eine freiwillige Inhaftierung war. Also eine Weiß ich nicht, ist mehr. Nein, Fakt, es geht einfach darum, dass die Leute was gefeiert haben. Das will ich nicht wissen, es ist eine Tatsache. Es ist eine Tatsache. Es ist eine Tatsache. Wieso eine freiwillige Inhaftierung? Was hätte ihm denn draußen Schlimmeres geblüht, als dass er freiwillig inhaftiert? Naja, also kann ich dir sagen. Es wurden Flyer verteilt und ich kann es belegen, also ich weiß es hundertprozentig, wo er, wo man gewisse Dinge offengelegt hat. Der Imam in Hamm hat gepredigt, wer er ist, was er getan hat. Die ganze türkische Gemeinde ist auf ihn angesetzt gewesen. Er hat die Flucht nach hinten angetreten. Also es ist tatsächlich so, dass er sich tatsächlich mit dem Falschen angelegt hat. Ich weiß es nicht. Also es ist doch ein Zufall. Also es ist und ich glaube nicht an Zufälle und ich weiß, ich habe Belege dafür, dass es keine Zufälle sind. Also zum Beispiel. Es war ja auch kein Zufall. Es war kein Zufall. Die Aktion mit den Flugzetteln war geplant. Er hat sich mit dem Kardinal angelegt. Ich habe keine Ahnung. Und das sage ich nochmal. Also ich verstehe mich mit dem Timo Scholl als Person gut. Daraus habe ich nie einen Hehl gemacht. Ja? Aber er hat sich mit Timo Scholl angelegt. Er hat ihn geleakt und er hat gesagt, okay, wir beginnen jetzt einen Kampf. Ja? Mhm. Und 2-3 Tage später, und du kannst auch freiwillig, ne, wenn du kannst, also, naja, wie auch immer, du kannst doch freiwillig früher in den Knast gehen, wenn sowieso so eine Akte an Bergen auf dich wartet. Und kannst auch, keine Ahnung, weil du vermeintlich im Knast sicherer bist als draußen. Ja? Kann möglich sein, weiß ich nicht. Ich kenne mich da nicht so aus. Und so schnell, wie die Wohnung gekündigt wurde, etc., pipapo, glaube ich, dass es eine Flucht war. Und die meisten Leute meinen, dass es ein Zufall war, dass er jetzt auch... Guck mal, die letzten zwei Hangouts von ihm. Der erste, Timo Scholl. Zweite, nochmal Timo Scholl. Dritte war dann irgendwie nur noch so ein... Aber Raven, warum musst du denn jetzt den Namen auch nochmal nennen? Weißt du, warum musst du das jetzt auch machen? Warum sagst du nicht Kardinal? Ja, weil hunderte von Leuten wissen, wie er heißt. Ich sag Kardinal. Ich sag ja auch Raven zu dir. Ich sag in dem Moment, wo er den Namen rausgehauen hat, wo er das Video rausgehauen hat, hätte er wissen müssen. Ich nenne auch nicht Mozarts Namen, obwohl ich weiß, der ist ja auch geleakt worden. Ich habe nie Mozarts Namen. Nein, Hadrat Asgard, Kardinal ist nicht Dreifisch. Und das ist auch wieder einer von euren Hirngespinsten. Ich werde euch mal was sagen, ja, zu dem Thema Dreifisch. Diese Dreifisch-Sache ist eine Sache für Pussys. Ja, jeder, der bei Dreifisch ist, ist eine, weiß ich nicht, eine uneigenständige, verlassene Person. Also Dreifisch hat versucht, an Seven ranzugehen, an mich ranzugehen, an den Kardinal. Jeder, der ein bisschen Eier hat und jeder, der ein bisschen... Und Bernd weiß es, ich habe mich mit Bernd auch mal darüber unterhalten, jeder, der ein bisschen im Leben steht, lässt sich nicht auf so eine Organisation ein. Und der Meisenkaiser ist der Letzte, der sich auf diese instrumentalisierte Scheiße einlässt. Ich sag euch mal was zu dieser Dreifel-Scheiße. Ich pisse darauf. Ich sag euch mal ganz ehrlich was, es ist ein Luschenverein, ja? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist ein Hirnfuck. Und jeder, der da mitmacht, weiß ich nicht, hat Komplexe oder. Aber ich sag euch eins, diese Dreifisch-Geschichte, ja, wurde von Anfang an benutzt, um Leute zu diskreditieren. Mein Name wurde verwendet. So viele Namen. Aber eigentlich,
ist die Sache gar nicht so groß, wie ihr glaubt. Ja, so. Und, viele Leute wurden in dieses Netzwerk reingezogen, obwohl sie mit diesem Netzwerk nichts, aber auch gar nichts zu tun haben wollten. Ich hab keinen Bock, mit Anselm Bonis, Andreas, bla bla bla, zusammenzuarbeiten. Mir sind seine Protokolle, gehen mir am Arsch vorbei. Weil ich habe die Protokolle gelesen in den 90er Jahren. Ja? Da muss mir niemand kommen, jetzt 2016, und muss mir die schicken. Ja, Bullshit. Ja. 2018 haben wir Raven. Was? 2018 haben wir mittlerweile. Ja, da muss mir jetzt. Nein, aber ich sag dir, war das ein verfreundeter Versprecher, Raven? Was? War das gerade ein freudscher Versprecher, hat jetzt drei Fisch 2016 die Protokolle geschickt? Eher nicht. Okay. Aber ich hau jetzt auch niemand in die Pfanne. Aber alle seine. Es gibt Leute, die mag ich nicht, aber trotzdem musst du in der Lage sein zu sagen, okay, ne, sie gehören dazu, aber der springende Punkt ist ja, dass diese Leute wahrscheinlich auch in einer Abhängigkeit bestehen. Und dann nehme ich einen Askazon nicht aus, dann nehme ich auch einen Nieselprim nicht raus. Sie bestehen in einer Abhängigkeit von ihnen. Finanziell, wie auch immer. Machen sie mir Angst? Nein. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Gar nicht. Ja, aber mal ehrlich, wem interessiert denn jetzt diese Pseudonym-Dreifisch? Interessiert doch niemanden, die sind so unwichtig wie der Dreck mit meinen Nägeln, der nicht da ist. Die Leute haben Angst davor und die Leute glauben, hinter jedem zweiten ist ein Dreifisch-Agent. Und wo ich euch mal ganz, ganz ehrlich sagen muss, entspannt euch, es ist nicht so. Weil ich ganz ehrlich sagen, das sage ich hier öffentlich und heute, er ist an mich herangetreten, 2, 3, 4 Mal, er hat versucht, immer wieder Kontakt aufzunehmen. Und ich sage euch ganz ehrlich was, es ist für mich keine ernstzunehmende Sache. Naja, siehst du, wenn man es ich sehe dahinter eher wirklich ganz krankhafte Strukturen, eher fundamentalistische, fast schon fanatische religiöse Strukturen. Und ich muss das ganz ehrlich sagen, lasst die Leute sein, wie ihr wollt. Raven, aber lasst euch nicht gegenseitig euer Mist. Also was? Das Raven, diese ganze Zeit ist überhaupt hat doch nur, Thema. Hat doch nur Misstrauen geschürt. Nein, Dreifisch ist überhaupt nicht mein Thema. Das geht mir am Arsch vorbei. Das ist mir sowas von scheißegal. Mir geht es um was ganz anderes. Mich interessiert Dreifisch. Mir ist das egal. Da kann ja einer sein. Wer will, ist mir scheißegal. Weißt du? Ich kenne den nicht. Ich kenne auch die Leute. Mir ist es völlig egal. Mir hat dieser Mensch, wenn es einer ist, noch nie was getan. Und auch der Nieselprim nicht. Und die haben mir nie was Böses getan. Die haben zu mir noch nicht Fotze gesagt. Ne? Oder Zigeunerschlampe. Hat der Nieselprim zu mir noch nicht gesagt. Ne? Nein, was Raven meint, und das deckt sich auch mit dem, was ich hier festgestellt habe und was ich auch von der ganzen Sache halte. Ne? Nichtsdestotrotz, Raven, weißt du selber, dass hier von verschiedenen Gruppen im Hintergrund Einfluss genommen wird. Ne? Aber du weißt doch einmal, wir hatten einmal ein Spiel, wen würden wir gerne einmal auf die Fresse hauen? Ja. Und kannst du dich noch erinnern, als ich gesagt habe, für mich ist das destruktivste Element in der HO-Szene Asgard gewesen. Weil immer wenn neue Leute reinkamen und immer wenn gute Diskussionen am Start waren, hat er sie zerstört. Und ich habe und da hast du mich mal gefragt, wer wäre derjenige, den ich gerne mal einfach mal in die Fresse polieren würde? Da habe ich gesagt, Asgard, weil er jede sachliche Diskussion irgendwas zerstört, weil er Kontakt haben will. Das stimmt, und weil er neue Leute so beleidigt und anpöbelt, dass sie wahrscheinlich dann nie wieder kommen. Ne? Oder genau, nur einmal im Haus waren. Ne? Genau. Und das ist gar nicht persönlich gegen Asgard. Also ich mag diesen Menschen an sich ja, aber die Agenda, die er damals gefahren hat, die fand ich, da habe ich mich in meiner, wer hat Interesse daran, eine sachliche Diskussion zu zerstören? Wer hat Interesse daran?
Das war damals. So. Mittlerweile ist Asgard ja jenseits von Gut und Böse, ne? Wenn er mal kommt. Mittlerweile kann ich ihn nicht einschätzen, bin ich ganz ehrlich. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich nehme diese Dreifischnummer nicht ehrlich. Und ich weiß, dass Knacki damals versucht hat, mich immer wieder in diese Dreifisch-Ecke zu schieben. Und ich habe damals, und es gibt Aussagen von mir, wo ich gesagt habe, natürlich hat Anselm Boni sich an mich gewandt. Und er hat sich aber auch an Seven reingewamst. Er hat fast alle irgendwie versucht. Aber warum Seven, Raven? Seven hat doch nie politische HOs gemacht und immer gesagt, er will sich aus dem Polit-Talk raushalten. Warum kommt eine vorgeblich politische Gruppe wie Dreifisch und will Seven rekrutieren? Hast du da eine Ahnung? Eine sehr gute Frage. Meines Erachtens nach war es damals so, das, was ich erfahren habe, war, dass Anselm Boni zu ihm gesagt hat, er ist noch nicht so weit. Er muss noch warten. Aber er ist an Raven interessiert. Und das zweite Telefonat galt an mir. Und ich habe mich mit ihm 2 Stunden unterhalten über bestimmte Dinge, auch über geschichtliche Vergangenheit. Das war so. Bei manchen Dingen war ich kritisch, bei manchen Dingen sagte ich ja, also wie es immer so ist, ne, wenn man sich mit jemandem unterhält. Aber mehr war da nicht. Und also mich hat er nie rekrutiert. Nein, nicht rekrutiert, aber ich wusste dann schon irgendwo, wer zu diesem Netzwerk gehört. Also das wusste ich dann schon. Ne? Ich wusste es nicht und mich hat er auch noch nie, also der Dreifisch hat mich nie kontaktiert. Der hat mich weder angerufen noch jemals hat er mich angeschrieben. Ja, aber ich sag euch mal eins, ich sag euch mal eins, ja. So eine kranke Person wie so ein Manuel Stutzig, ja, der kann ja die Leute versuchen, wie eine, ich weiß nicht, wie heißt sie, Jana und? Kann er versuchen, mit seinem satanischen, ich fress alle Kinder auf Scheiß, zu beeindrucken. Aber ich sag euch mal eins hier und heute, so eine Witzfiguren wie Manuel und sind unwichtig. Sind unwichtig. Es sind lächerliche Gestalten. Ja, so. Es geht weiter. Ja. Asgard hat man ausgenutzt bis zum Schluss. Warum hat er sein Asgard-Logo verloren und warum hat er aufgegeben? Genau wegen dieser Nummer. Ja? Keine Ahnung. Du, aber weißt du, das war heute nicht mein Thema, Raven. Ich habe ja ein ganz anderes Thema heute hier im Hangout gehabt, weil ich dachte, du hattest dazu was zu sagen. Ja, kann ich ganz klar was sagen. Also ich kann ganz klar was sagen, dass mittlerweile, und das ist auch so symptomatisch für die ganze Sache, dass, und das hat ja auch was mit Dreifisch zu tun, das hat ja auch was mit dieser ganzen Gruppierung zu tun, die ja alles zerstört, hat damit was zu tun, dass inhaltliche Diskussionen nicht mehr gewünscht und gewollt sind. Ja, hier geht's, und das wisst ihr alle und ihr spürt es. Es geht gar nicht mehr darum, dass, guck mal, wir hatten früher, und ja, ich hasse Let's Play and Talk. Ich mag ihn nicht. Weil er ein selbstverliebter Arsch ist, der die Leute ausgrenzt und der nur seine Utopie von Libertarismus verfolgen will, aber sich als der Befreier der Nation erklärt und der Wahrheit nein und genauso diesen Schwachsinn den Tony Mahoney verbreitet, dass die Jesuiten das Böse der Welt sind. Es sind nicht nur die Jesuiten. Wie kann jemand libertär sein, wenn er selber von den Ämtern abhängig ist? Ja, also genau diese Diskussion. Ja, aber Raven, du wolltest ja darauf hinaus, dass wahrscheinlich bei Let's Play and Talk früher auch politische, inhaltliche Diskussionen stattfanden, ne? Ja, ich fand seine Sendung damals gut, bis ich gemerkt habe, dass er diese systemtreuen Leute wie Oliver Janich, Alexander Benisch bekommen hat. Und dann frage ich mich immer, wie kann es sein, dass er die bekommt, ohne Gesicht, ohne Namen, und dass die da etabliert wurden. Auch den Volkstribun bei seinem Comeback. Und das, jetzt wird es interessant, Volkstribun, der ganz klar mit Händler Alhendra
und TTA alle drei Fische sind, ja, so. Wie kann es sein, dass die dann bei Let's Play in Talk auftauchen? In dem Moment war bei mir eine Bombe geplatzt und ich habe gesagt, fick den Typen von diesem Planeten, ja, so, Punkt. Stehe ich auch dazu, so. Und wir regen uns alle über eins auf. Wieso ist es nicht mal möglich, unabhängig von irgendwelchen anderen Instanzen uns zu unterhalten? Wieso kommen keine neuen Leute rein? Wieso haben andere Leute Angst, weil sie, und genau das, da setze ich jetzt an. Das will ich dir mal sagen. Guck doch mal, wie das HO-Dorf, so wie ihr das nennt, erweitert wird. Da macht die Wurstfresse, ja, setzt irgendeinen Link, da mal geht einen Kanal, setzt den Link, geht mal da alle hin, lasst mal ein Abo da. Und die gleichen Protagonisten gehen in die Hangouts rein, in die neuen, ja, und die gleichen Zuschauer gucken das. Nur, dass es anders verteilt ist. Wo wollt ihr da neue Leute her haben? Das ist doch auch wieder der nächste Trick. Guck mal, ich zum Beispiel, ich bin heute auf meinem Ersatzkanal, ja? Für mich, ja. Ne? Hat kein, ja, nie jemals... Mach mal die Kamera aus. Mach mal die Kamera aus. Mein Kanal wurde nie jemals von Wurstfresse oder sonst jemanden gehypt. Es hat keiner einen Link gesetzt, ja? Und ich habe auch Zuschauer. Ich brauche das nicht. Entweder die Leute, der mich sehen will, der findet mich. Da brauche ich nicht sagen und ich sage auch nicht, hier, gib mir mal ein Abo, gib mir mal einen Daumen hoch. Brauche ich nicht. Wenn sie das entweder, die machen es von alleine, dann muss ich nicht darauf hinweisen. Und ich möchte auch nicht, dass jemand darauf hinweist. Entweder man macht das von sich aus, da gehe ich nicht betteln. Ich will Abos, ich will von dir, gib mir ein Abo, gib mir Likes. Scheiße was, mache ich nicht, habe ich noch nie gemacht. Mann, ich hatte auch, weiß ich nicht, wie viele Kanäle. Ich sag dir mal was, ich hab den ersten Kanal gecrashed, weil Knacki mir die ganze Zeit mit seiner Nazi-Scheiße ins Knie gefickt. Weiß ich. Du brauchst auch, du hast dich auch nicht halten lassen, du kannst das auch alleine. Ja, nee, aber ich sag dir ganz ehrlich was, es gab so viele Gründe, warum, weshalb man aufgehört hat und wieder angefangen hat. Ja. Und ich glaube auch bei Asgard war es so, er wollte nicht mehr Asgardson sein, er hat sich neu erfunden. Ich glaube, dass wir alle in dieser YouTube-Szene, klar haben wir alle eine Vergangenheit, wir haben auch vielleicht Fehler gemacht. Ich bin jetzt, das ist hier nur mein Ersatzkanal, weil ich auf dem Hauptkanal meine Lesung mache und da will ich kein Durcheinander haben. Aber du siehst, dieser Kanal, ich bin immer Görkel und ich bin genau das, was ich auf dem anderen Kanal auch bin. Aber ich muss ganz klar sagen, ich bin auch wie viele andere und da kann ich einfach nicht lügen. Ich bin auf diese Hangout-Szene aufmerksam geworden durch TTA. In zweiter Instanz durch GTX an und Seven. Ich habe mich damals für Seven entschieden, weil er mir ehrlicher vorkam, weil ich innerlich gespürt habe, dass um GTX an da halt irgendwie so ein Konglomerat von ne, also so ein weiß ich nicht, ich habe gespürt, dass es also so eine unterwanderte Scheiße ist und Seven irgendwie so der Retter, der im Erden war und deshalb fand ich das ehrlicher, ne? Du kannst Sevens Kanal nicht mit den politischen Kanälen vergleichen. Der hat nie Politik. Nein, und das war ja auch immer unser Problem. Unser Problem war, dass ich gesagt habe, nein, ich würde gerne über Politik reden und er sagte nein. Und dann habe ich irgendwann gesagt, dann mache ich meinen eigenen. Ja. Aber in dem Moment, wo ich meinen eigenen Kanal gemacht habe, kam es tatsächlich zu schwer, naja, weißt du was, schwerwiegend, also in der HO-Szene schwerwiegend, ja, so. Also für mich persönlich nicht. Hat deinen Kanal gecrasht und hat deinen Kanal boykottiert und da hätte ich ihn für rausgeschmissen. Und mein bester Freund hat meinen Kanal gecrasht, weil er nicht wollte, weil er gemerkt hat, ich hatte mehr Zuschauer, ne, und dann habe ich stückweise, aber sehr langsam, also für meine Verhältnisse doch sehr behäbig feststellen müssen, dass da auch ein bisschen viel Neid im Spiel war. Ja, und das war dein Problem. Das möchte ich Seven jetzt gar nicht nachtragen. Es ist einfach,
das liegt einfach in seiner Natur. Ja? Also jeder Mensch hat ja auch so einen Anspruch oder so. Ne? Also ich will Seven gar nicht nachtragen. Ne? Ja. Seven ist Seven und Seven ist so, wie er ist und ist auch gut, so wie er ist. Und ich freue mich gerade ich freue mich gerade aktuell, dass er einen Absprung gefunden hat zu dieser O-Szene und im Real-Life-Leben. Naja, er streamt noch ab und an. Er streamt ja noch. Ja, einmal die Woche, wenn überhaupt. Ja, ja, aber immer, er macht's noch. Er macht noch seine kleinen. Ja, Kinder, aber er wurde dann eifersüchtig, als er gemerkt hat, dass ich mit dem Kardinal gut kann. Ne? So. Ja, habe ich mitgekriegt. Und bis zum heutigen Tage, sage ich euch, mit dem Kardinal habe ich tatsächlich tiefgreifende Gespräche geführt, gute Gespräche geführt und er ist ja keiner. Folgendes: der Kardinal, das ist eure Wahrnehmung. Wie die Wahrnehmung ist und wie es für mich rüberkommt und auch so ist. So, auch wenn hier Leute sind, die sich nicht so gut auskennen wie der hochbegabte, überintelligente Kardinal, Schnatti, du hast Hintergrundgeräusche, Rückkopplung. Haben hier trotzdem auch Leute, die nicht so tief in der Materie sind und vielleicht auch manchmal ein bisschen Unsinn reden, hier das Recht, sich in den Hangouts zu unterhalten, ohne dass Trolle reinkommen und diese Hangouts zerstören oder halt mit besoffenem Gelaber kaputt reden. Ne? Und wenn diese Leute sich so aufführen und sich noch selber den moralischen Impetus geben, sie machen lass mich bitte ausreden, Reden. Mit dem moralischen Impetus, wir machen das aus gutem Grund, weil das die Hangout-Szene ein Krebsgeschwür ist, dann ist das faschistoides Verhalten und das weißt du genauso gut wie ich. Also diese Aussage habe ich auch nie gehört. Zweitens, mit dem Netzdurchsetzungsgesetz hier das Leben schwer machen will. Nein. Wurde dein Kanal geporno gecrashed? Vom Kardinal. Wurden Görkels Kanäle vom Kardinal zercrashed? Nein. Nein, weil er noch nicht drin war. Bis jetzt noch nicht. Wurde das bei Ben Merowing? So, wer bei 9 drin, wird dem der Link geschickt? Ich finde es einfach zu einfach, immer zu sagen, es ist der Kardinal. Es ist so wie. Ich muss raus, meine Hündin ist krank. Ich muss. Ente ist drin. Ich muss raus, meine Hündin ist krank.